Jo, jetzt, jetzt hast du auch eine Lost Connection. Naja. Hallo? Hey, die hören mich nicht. Ja doch, ich höre dich. Warte, ich musste mich eben noch im Teamspeak muten. Ja, läuft vielleicht hervorragend. Ja, das ist diese... manchmal. Achso, ne, der Server ist gerade gecrashed. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Also ich höre dich. Ah, perfekt, jetzt. Okay, und der Rest nicht, oder was? Ach, Dizzy müssen wir noch hören. Ja, Dizzy ist ja im Teamspeak gerade nur auf Hören. Weil er ja gerade fährt, aber der Server gerade ist komplett abgestürzt vom Veranstalter. Ja, Chat schreibt's gerade. Vor allem, ich fahre gerade meine Drücke, wollte ich gerade rausfahren. Wir waren ja noch nicht auf dem Server. Drauf, aber. Das ist natürlich wild. Ach, jetzt hört sie mich bei Dizzy doppelt. Moment, da muss ich hier das Mikrofon. So, perfekt. So, jetzt sollte das genau. Dizzy hört mich, ich höre ihn und genau, alles ist schön. Alle hört jeder, jetzt muss man abwarten, was von der Rennleitung kommt. Ja, ich habe nämlich eben noch schnell 10 Minuten vorher mal versucht, das Streamdeck ein bisschen einzurichten. Ah, das ist schon geil, das muss ich schon sagen, das ist schon fett, was du damit alles machen kannst. Leute, es ist nearly impossible, dass ich ein DC habe. Nee, das, du hast... Hab ich auch genau, nicht, ich weiß. Du hast auch, genau. Also alle anderen fahren noch DC. Kurze Frage. Ich wollte eigentlich gehen, was ist passiert. Disconnect vom Server. Also nicht Dizzy, sondern der komplette Server ist anscheinend abgespielt. Oh! Ja. Okay. Und was passiert ist? Ja, ich ahne so 24 Stunden Spa Charity Event Revival. Fahren wir jetzt hier schon weiter oder was ist das? Keine Ahnung, Dizzy. Eigentlich fahren. I'm looking in the chat. Wir fahren halt. Gut, Jungs, Leute. Ihr macht das, wir hören uns später. Tschüss. Also. Warte mal, ich höre auf zu fahren und guck mir mal den Discord an, ob da was geschrieben wird. Ja, die schreiben alle bloß F und fuck und... Stimmt, ja. Die schreiben alle nur F und noch... Ja gut, warte mal, hier Race-Info gibt's noch. Steht da? Boah, das ist ja in Minischrift. Ja, Fetti, Fabian, Schlaubix... Lunatic, Flo, Torgosch, Dispo, Saberino, Easy, Max. Naja, wenn es nicht im eigenen Team ist, dann ist es halt der Server-Chat. Eins von beiden muss es immer sein. Also, sie schreiben, we will restart soon. Naja, okay. Schreibt der Coach Eric gerade. Naja, ist gut. Hopefully. Oh, das klingt schon gar nicht gut. Kam das jetzt her? Warte mal. Michael hört mich ja jetzt. Doch, Michael soll mich hören. Ja, aber wo kam jetzt die englische Stimme her? Die kam, weil einer muss halt immer bei denen auf dem Discord sein. Da ist Dizzy drin und das. Nee, das hast du praktisch über Dizzy gehört. Dizzy hängt noch mit einem iPad oder keine Ahnung, was noch mit auf den anderen Discord, damit wir die Ansagen hören, falls ein VSC ausgerufen wird. Okay, perfekt. Ja, da kann ich ja in der Zeit mein Stream Deck noch weiter einrichten. Ja, nach Dizzy wäre ich auch noch dann gefahren und dann vielleicht du oder so. Von daher hast du noch genug Zeit. Perfekt. Ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt hier noch alles einrichten kann. Chat, ihr könnt mir mal helfen. Wer hat denn von euch hier... Ich habe eins. Stream Deck Erfahrung. Also ich habe auch ein Stream Deck. Ist geil. Kannst du alles sehen und Kameras, kannst du alles von OBS da drauflegen. Das habe ich alles schon so, also den habe ich. Yakinimod und Co. Wir müssen jetzt warten, bis der Server restartet ist, weil der Server ist anscheinend abgestürzt. Haben sie wahrscheinlich wieder bei Wish bestellt, den Server? Wahrscheinlich, also. Ja, vor allem, fuhren ja nur 38 Leute drauf. Dass da der Server crasht, ist schon krass. Ich habe das vorhin schon gesehen, dass die Pings von dem Server ganz wild waren. Darauf habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ja.
Yeah, so we'll gonna shut the server down and we'll restart in 10 minutes. Ah, 10 Minuten. Aber wir haben jetzt. Wow, Voice Mod, was ist das? Also Michel, Stream Deck ist geil. Du wirst es lieben. Ja, ja. Also wie gesagt, ich hatte ja hier die Low-Budget-Version. Der Chat kennt es wahrscheinlich hier. Das Tablet mit, oh, wie hieß das Programm? Touch Portal. Das ging eigentlich auch gut. Aber du hast halt hier die Möglichkeiten, weil bei Touch Portal müsstest du alles über Shortcuts machen. Also Tastatur-Shortcuts. Da hast du halt angefangen, Steuerung, Alt und A zu drücken. Das war dein erster Shortcut. Das hast du dann mit Streamlabs OBS verbunden. Und dann konntest du dort eine Taste belegen. Und hier sind die Tasten halt separat. Also du brauchst die Tastatur nicht dazu. Und das ist halt das Geile. Eitork, ich danke dir für deinen Prime-Sub im zweiten. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Guter. Ach, ich glaube, da muss ich mich echt in Ruhe hier damit beschäftigen. Da will ich jetzt nicht damit belästigen. Dizzy, hast du mitbekommen, dass in 10 Minuten Restart ist? Ja, habe ich. Also der Server dann neu gestartet wird. Ach, das ist ein dann unbedingt noch ein Soundboard einrichten. Ich fahre nur noch eine Runde. Soundboard geht nur irgendwie gerade. Hast du eigentlich das 15er oder das ganz große? Das XL. Ah, okay, das ganz große. Ja, das ist ja richtig flex. Ja. Oder mal, geht das jetzt? Du kannst es ja auch theoretisch sogar auch als Buttonbox benutzen. Ah, doch, geht. Das ist nochmal eine Musik für einen Server-Chat. Schulzen hat gesagt, wenn ich live gehe, dann gibt es da eine Überraschung. Steht da aber jetzt. Ja gut, muss ich dann nochmal fragen. Was halt noch geil wäre, wenn man dann noch wirklich separate Aktionen auf das Stream Deck legen kann, weil du hast ja bloß eine begrenzte Anzahl von den Streamlabs Interaktionen. Wie zum Beispiel Performance-Modus. Performance-Modus als extra Taste, das wäre nice. Na gut, dann gehe ich nochmal schnell pullern. Genau, geh nochmal pullern, mein Guter. Erstmal, hi! Wir haben uns doch gar nicht begrüßt. Okay, jetzt glaube ich noch 2-3 Minuten Zeit. Ich weiß schon, dass er dich gerade nicht hört, weil der hört mich nicht. Mann! Ich denke mir, warum reagiert denn der nicht auf mich? So ein arroganter Pimpf, dachte ich mir. So komme ich nie meine Reifendrücke rauszufahren. Absolut wild, Mann. Total. Das ist die große Frage, wie das mit den Positionen klappt. Ja, Nicknacks, das will ich separatisieren, weil, wie gesagt, ich habe ja noch eine extra Buttonbox, die werde ich auch weiter nutzen. Das Stream Deck ist halt wirklich bloß zur Steuerung vom Stream und eventuell sogar Windows. Das war eigentlich so meine Intention. Vielleicht ist das 32er Stream Deck auch ein bisschen overpowered. Aber besser man hat, als man hätte, oder? Richtig. Grüß dich, Fabian. Fabian, momentan geht hier noch gar nichts, weil die Server gerade abgestürzt sind. Eine Taste du weißt für auch, das dass Windows du. Update. Dass du eine Ordnerstruktur sogar aufs Stream-Deck legen kannst? Ja. Damit habe ich schon mich. Da kannst du hier rechts, machst du Rechtsklick drauf, Ordner erstellen und dann kannst du schön Ordner erstellen. Ich muss aber mal gucken, ob ich noch irgendwo Sachtlei, 1, 2, 3. Bessere Icons herbekommen, am besten animierte. Das wäre nice. Ja, da hat doch das Stream-Deck sogar so einen Maker, da kannst du sogar welche dann machen, also zumindest nicht animierte, aber animierte, ja, muss man schauen, wie man die macht, aber geht auch. Ja, ich habe jetzt mir schon welche runtergeladen, das ist so Matrix-Gedöns, aber Ja, Nicknacks, so, das ist eigentlich der Plan. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr reden, ich rede nur noch über das Stream Deck mit euch. Macht da so vorgefertigte Antworten wie ja, nein und was weiß der Geier? Crime is not a crime. Zum Beispiel. Das könnte man aufnehmen, dann drücke ich in die Taste. Twitch Prime is not a crime. Und es ist September, aber das kann ich halt bloß bis Ende des Monats verwenden. Also nur noch ein paar Tage.
Er hört sich Michel an wie Stephen Hawking. Michel ist da und die Welt stürzt ab. Ja, danke, Jan. Dafür kann ich aber nichts. Bin ja schon die ganze Zeit da, also so eine Stunde bin ich schon da. Hab aber vorher noch was gespeist. Ich muss dann noch meinen Hund beköstigen, wenn dann Ava im Auto sitzt. Dann sehen wir weiter. Natürlich jetzt mau, dass wir jetzt hier keine Bilder haben. Irgendwie, volle Wicklung! Bis du kamst, die ist gut. Welcher Platz waren wir denn? Waren wir immer noch Platz 3? Ja, waren wir. Perfekt. Obwohl, Platz 4, nachdem DC sich einmal verbremst hatte, aber kurz danach ist ja der Server zusammengebrochen. Ja gut, vielleicht haben wir Glück und der ist nicht über die Ziellinie gefahren, da sind wir nämlich trotzdem Platz 3. Und weißt du, was mir auch noch fehlt? So ein Discord-Plugin. Ah, das gibt's bestimmt auch. Hab da übelst coole Videos gesehen. Na? Du kannst ja sogar eine Taste belegen, da drückst du drauf, da öffnet es die ganzen Programme und die schiebst du gleich dorthin, wo du die hinhaben möchtest. Das ist absolut, ja nice. Das ist absolut crazy. Du kannst ja halt Programme mit dem Stream Deck öffnen. Ich sehe meinen Desktop einfach schon mega clean. Verstehst du? Kein einziges Icon mehr da drauf. So wieder, da sehe ich mich. Baby. Hallo. Redest du mal bitte im Discord? Kann ich nicht, wieso? Weil wenn ich das jetzt so mache, hören die mich doppelt im Stream. Klingt dann scheiße. Ja, der mute dich im Discord. Okay, dann hört mich. Ach doch, aber hört mich dann. Ja, ich red ja natürlich höre ich dich. Ja, ist ja gut, Mann. So. Michael, ey. Jetzt sollte komplett los. Weißt du, ich die ganze Zeit mit dir geredet, ne? Ich denke, Mensch, warum redet denn das Arschloch nicht mit mir, ne? Bis mir dann aber mal gesagt hat, ja, da kann ich nicht hören. Naja, weil der ja im Discord gemutet ist. Ja, ich bin heute im Stint. Oh mein Gott. Ja. Den Server hast du zerstört. Ja, scheinbar. Alles viel zu wild. Ja. Nee, wir haben gerade uns mal hier über das Stream Deck unterhalten, kurz noch. Es ist absolut geil. Warum ich das eher noch nicht hatte. Das ist echt geil. Da muss ich ja fast das zurücknehmen, dass Elgato viel zu teuer ist. Ich meine, teuer ist es, davon abgesehen, aber die bieten halt auch was dafür. Das ist ja jetzt nicht das Stream Deck an sich, sondern die Software eher im Hintergrund, die das wirklich richtig genial macht. Mhm. Yes. Habe ich mich damit jetzt bei Elgato beliebt gemacht? Nee. Verdammt, es interessiert einfach kein Schwein. Perfekt. Nee, du kannst nicht auf meinen Schoß, kleiner Mann. Das geht nicht. Ich muss gleich fahren. Hatten die schon Überrundungen durchgeführt, Flo? Das wäre jetzt mal noch interessant. Wurdet ihr schon von P1 und 2 überrundet? Nein. Nö. Wow! Aber willst du jetzt wirklich fahren? Willst du? Mir ist das egal. Mir ist das auch komplett egal, aber geplant war, dass ich nach DC fahre. Aber schau mal, was gleich passiert, wie die das jetzt machen wollen mit dem Restart. Ja, mir, also was jetzt eigentlich wichtig wäre, ja, fahren wir die 2020er? Ja, wahrscheinlich. Ja. Was wir für Temperaturen haben. Keine Ahnung, weiß keiner, die starten ja ganz selber neu. Das ist ja bitter. Ja, also ich habe gerade so für 19 Uhr gefahren und ich habe mal Ambient auf 15 Grad gestellt und habe dann hier aber auch tatsächlich jetzt 14. Ja, weil da müsste ich nämlich noch Drücke rausfahren. Das ist das Problem. Sag mal, was ist mit dir? Das geht gerade nicht. Nee, du kannst dich nicht. Geh mal runter, bitte. Ach. Wieso ist Dennis raus? Dann. Na, wahrscheinlich, weil der Server abgeschmiert ist.
Ah nee, da, ich glaube, Dennis hat im Chat geschrieben auf den Server, dass der in 40 Minuten weg muss. Und wenn die natürlich dann so lange brauchen, bis sie ihn restarten, ist Dennis nicht gefahren. Die werden dann am Ende des Rennens disqualifiziert. Ja, gut, Server's been put back up now. Check announcements, you'll see where you're starting on the grid. But if it dies again, we won't be restarting. If it dies again, just so you know. Demo ist der vierte Fahrer. Was? Haben sie gerade gesagt, dass sie nicht restarten? Doch. Also nicht nochmal restarten. So, das weiß ich nicht. Achso, wenn er noch. Ja, die Sprachqualität von denen ist echt nicht gut gewesen. Ich glaube, ich habe es soweit verstanden, wenn er nochmal zusammenbricht, dass sie ihn nicht nochmal restarten. Aber ich bin mir nicht sicher. Stoppposition soll man aus dem Ding dort nehmen. Ja. Aber eigentlich sollten wir. Keine Ahnung. Das müssen die ja machen. Ja, willst du jetzt fahren oder willst du nicht fahren, Michel? Also ich würde fahren, aber da müsste ich halt meine Drücke noch schnell rausfahren. Ja, also wenn das für Ava okay ist. Ja, es ist vollkommen okay. Es ist sowieso sinniger, wenn wir dich jetzt beim Start fahren lassen, weil du der Schnellste bist. Ja, das ist eine kritische Situation. Ja, kack dich aus, es sind 8 Minuten noch. Entscheide dich jetzt. Entweder machst du es oder... Okay, dann fahr die Drücke jetzt raus. Ich bin dabei. Ballett. Wie viel Temperatur brauchen wir? 17, 19 sind aktuell. Ja, und ich habe ja Ambient auf 15 gestellt für 19 Uhr. Ich weiß ja nicht, wann die starten. Da war es schon auf 15 Grad runtergegangen. Beides. Kommt also jetzt drauf an, um welche Uhrzeit sie jetzt starten. Ob sie 18 Uhr nehmen oder schon 19 Uhr. Okay. Mein Bildschirm ist gerade ganz weird. Du hast links und rechts schwarze Balken? Nee, ich habe hier gar nichts gerade. Warte mal. Ah, jetzt. Okay. So, was war jetzt 17, 19? 8 Minuten haben wir noch. 17, 19, ja. 7 Minuten 45. Ja, aber du hättest nur deine Drücke jetzt für die Temperaturen. Nee, für 15 Grad habe ich sie rausgefahren. Ja gut, da brauchst du ja bloß was draufrechnen. Mara, du hast jetzt noch 7 Minuten. Ja, ich muss ja Drücke rausfahren. Wenn die nicht passen, ist es Mist, dann muss Ava dann fahren. Da soll sich wenigstens schon mal aufs Auto setzen, das will ich damit sagen. You know what I mean? Hm. Kannst du noch 2 Runden fahren, reicht doch. Dann musst du deine Erfahrung spielen lassen. Ich meine, also als Option, ich kann halt auch fahren, aber... Ja, das würde ja auch noch gehen. Der Stream läuft noch, oder? Setup müsstest du dann nochmal laden, Dizzy, ne? Habe ich schon. Perfekt. Reifen sollten wir ja jetzt neue haben. Mhm. Ach, jetzt habe ich denselben Bug wie du, Dizzy, dass ich den Server nicht angezeigt bekomme. Ja, musst du einfach nur real schreiben und dann reicht das. Ja, ich starte gerade das Spiel neu. Chat für euch, der Server ist gerade gecrashed und deswegen können wir gerade nicht... Können wir gerade nicht fahren. Wir restarten quasi das Rennen jetzt nochmal. Falls das nochmal passieren sollte, dann ist Rennen vorbei. Meine Erfahrung sagt, wenn das einmal passiert, wird es wieder passieren. Also stellt euch seelisch und moralisch schon mal darauf ein. Korrekt. Nee, Nils mit 9 Stunden oder so, glaube ich. Was jetzt auf der Uhr noch war. 5 Minuten, Michel, 5,5. Ja. Geh mal fix auf Toilette. Someone didn't join correctly, so we're gonna have to restart again.
Okay, wir starten nochmal, da haben wir ein bisschen Zeit, oder? Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, aber das wird trotzdem dann einfach, glaube ich, gestartet. Ja, Service Backup. Ja. Oh, imagine breaking the intro list. Wow. Ryan's gonna break World Cup intro list. Wow. Was? Es hat jemand die Entry List schon wieder zerschossen. Uwe, die wollen doch bloß trollen. Die Säcke. Green light, green light. Go, go, go. Ob er sich nochmal muten kann? Oh, Lost Connection? Ja, der Server wurde wieder gerestartet. Okay. Dizzy, beim Setup einstellen nochmal die Stops dann einstellen, hab damit ich auch nachgetankt wird. Subi. Strategie 1 ist voll. Och, kann der bitte sein Mikrofon muten? Ich kann leider. Achso, der Typ war. Ja, ich kann ihm das leider nicht sagen. Weil ich höre das nämlich volle Esse. Mhm. Ja, wir hören uns auch rauschen, wenn du danke redest. An euch alle. Ja, ich Klar weiß. Red. Eure Unterstützung. I'm gone. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Dinchen 175 giftet A Tier 1 Sub 2 der Juni. Ich glaube, das Rennen ist vorbei. Given 7 Gift Subs weißt du? In the ja. Channel. Der hört sich nicht so begeistert an und scheinbar hat schon wieder jemand die Entry List zersägt. Also ich gehe fast davon aus, dass das Rennen jetzt zu Ende ist. Ah, da hat schon einer dem geschrieben, dass er rauscht und er meinte, das ist Discord-Web. Achso, okay. Vielleicht meinte er deswegen. Achso, ja gut, kann sein. Da hoffe ich mal, weil wäre schade. Ich connecte einfach mal auf den Server. Also wir sind gefahren, wir waren bei 9 Stunden 30 und der Server ist in die Knie gegangen und ist abgeschmiert und jetzt wird gerestartet, wieder alle zusammen, also so ein normaler Rennstart und keine Ahnung, welche Position, I don't know. Wir restarten quasi bei 9 Stunden. Schieß mich tot. Ja, der Restart ist 6 Uhr PM. Ja. So. Falls ihr übrigens, by the way, ihr hübschen Leute, euch Server mietet, niemals bei Nitrado und diese ganzen Wunderbuden, so, da habt ihr nur Scheiße mit anhacken. Windows-Server. Also, ihr solltet euch zumindest erkunden, ob der Server auf dem Windows-Server läuft. Auch Linux funktioniert nicht vernünftig. It's not gonna work. Windows all the way. Animiert sich denn jetzt mein ACC so komisch? Ist das dumm? 26.8. Ich sehe es nicht, wenn es so klein ist. 26. Was denn? Da muss Was? Man ja den LFM-Server ja richtig loben, ey. Der ist ja Bombe gelaufen. Ja, 24 Stunden, alle durften mit drauf, Spectator, ja, richtig. Keiner ist abgekackt. Ja, Windows-Maschine ey. Halt. Also die Trado-Server waren damals in Counter-Strike richtig gut. Ja, das Ding ist aber, dass diese ganzen Serverbetreiber die Scheiße immer auf Linux hosten. Und Linux ist aber für ACC nicht gemacht. Das Tool ist für Windows. Und damit hast du die meiste Stabilität. Also dieser ganze Blödsinn mit, es dürfen nicht alle drauf sein und keine Custom-Skins, ist halt totaler Schwachfug, weil Windows-Server potent genug sind dafür. So, der Server, den ich von Yeet habe, der läuft auch auf Windows und die laufen einwandfrei. Da kannst du halt einfach mit 300 Leuten drauf connecten und da passiert halt gar nichts. Du hast auch einen Server von Yeet? Natürlich habe ich einen Server von Yeet. Das ist doch. Ich war der Erste, der einen hatte. Bisschen Werbung machen für die Jungs. Ja, ich habe 2 Katzen, Bulinenschubser. Ja, wow, der eine schreibt, es wird jetzt 9 Stunden noch gehen. Yay, da sind wir schon bei
mindestens halb 4 Uhr morgens. Hä? Lack gesoffen? Wir haben Lack gesoffen. Ja, also. Da sollen sie 8 machen und das ist gut. Ja. Schreib das mal in Englisch dorthin. Wenn ich das hinschreibe, verstehen, denken die, wir sollen 10 Stunden machen. What? 24 hours? Yes, let's restart at 24 hours. That's a very good idea, my Saxonian friend. Also, einer hat schon geschrieben, 8 Stunden Race, Fragezeichen. Dann hat dieser Titus Konrad, einer von den Admins, 9 Stunden geschrieben. Dann hat einer geschrieben, it's ending 4 a.m. Und dann hat der nur geantwortet, good thing is not a 24 hours race. Geile Antwort. I'm gonna forward the session, unless we're waiting for anyone. So if we're waiting for you, please speak Michael? Now. Otherwise I'm forwarding it in 20 seconds. Ich kann nicht speaken. Och, Mann. Niemand kann in diesem Raum speaken. Kannst du da drin speaken? Aber nee, kannst du nicht. Ich kann da... Oh, ja. Ich muss den Start fahren. Oder aber... Oder, warte. Ich bin am Start, also... So ja, dann komm auf den Server. Ich muss dir das Auto geben. Weil der will halt hotswappen jetzt hier. Right, I'll forward the session then. Nee, ja, er forwardet jetzt das Ding. Aber ich gebe dir jetzt das Auto, ja? Oh, weil du hast ja okay. Eine Drücke. Ja, na, was soll ich jetzt machen? Ich habe aber nicht die Drücke für diese Temperatur, na gut. Dann ich finde ja nicht mal diesen verkackten Server. Aber es hat doch fast geladen, oder? Nee, lad einfach nochmal komplett neu. Oh. Ja, ach, schön, ich hab ein Setup mit 1720, das ist perfekt. Mann, das ist auch schon wieder so ein richtiges... Nur Real eingeben. Ja, nur Real und dann Enter. Wie lange geht denn die Session jetzt noch, aber? 1. Weiß ich nicht, kann ich gerade jetzt nicht. 1:31. Ach so, jawohl. 9 Stunden. 9 Stunden geht das Rennen. Ja gut, fahr jetzt den Start, oder warte? Ja, muss ich jetzt. Ich muss jetzt geht den ja Start. Nicht mehr. Wir stehen schon am Grid. So, ich hab die, Ey. Das Passwort, was sie hier reingeschrieben haben, geht bei mir nicht. Ja, liest, weil das... Das, was Remo Discord, reingeschrieben das, was Remo, hat. Ja. Achso, im... Moment. Nee, aber streamt nicht, weil Internet ist öfters im Ass, wenn er streamt. Das ist ähnlich wie bei Stuhlmann. Gut, ich habe soweit alles eingestellt. Geh mal ins Discord. Michael, geh mal ins Discord, damit Ava in Ruhe fangen kann. Ja. Ich habe erstmal ein anderes Problem. Okay. So, hörst du mich jetzt? Lizzy? Ja, ich höre dich. Ah, perfekt, okay. Ich bin bei dir, Ava. Jo, so, sehr schön. Okay, wir sind P4 jetzt. Ja, hat sich also nichts geändert. Welche Ansicht wollten ihr, Chat? Dizzy hat bestimmt eine Arschansicht, oder? Da mache ich hier mal Ingame, wenn Ava nicht streamt. Also ja, ich habe, okay, glaube ich, 9 Pitstops noch vorkonfigurieren können. Das sollte, glaube ich, ausreichen. Na, Ingame sind wir, ja. Du ja. Sack. Ja, es ist alles hinfällig. Wir starten jetzt komplett wieder von vorne. Unsere ganzen Vorsprünge, alles ist für den Arsch. Also alles das, was wir rausgefahren haben, ist null und nichtig jetzt. Nee, Helicam ist scheiße.
Für den Start können wir das aber machen, oder? Nee, Start ist auch kacke. Nee, die ist mir zu wild. Mir gefällt die in der Ansicht besser. Mach es wie Dizzy. Ah, ich finde die Farbe schon geil im Game, muss ich sagen. Das sieht schon geil aus. Ja. Schön senfgelb. Ist ja jetzt nicht so ein typisches Postgelb. Nö, senfgelb. Sonic. Bautzner gelb, ja. Ach, siehst du, die Emotes muss ich auch noch updaten. Hä, wieso hast du die Nachricht gelöscht? Ich krieg die Hinterreifen Minus. Nicht auf Temperatur. Lass die Bremse länger schleifen, aber... Naja, das bringt ja schon nix. Sie ist ja schon kurz vor gelb werden. Dann lasse weniger Schleifen, also klein schleifen. Du machst die Bremse... Oder was machst du Bremsmal ein zweiter hinter? Darfst du dann bloß schon vergessen umzustellen? Ja, jetzt ist ja eh schon zu spät. Also eigentlich ist die Konstellation ja jetzt fast wie vor uns, nur... Nee, ist es nicht. Mhm. Käse, was ich erzählt habe, vergesst das. Ja, der Porsche ist halt direkt hinter uns. Der war halt keine Ahnung, dreiviertel Runde weit weg. Und wir haben die Außenbahn, das heißt, mal gucken. Ich höre dich noch, DC. Aber ja, ich sehe das ähnlich. Mal gucken. Alles gut, aber machst du schon. Einfach gleich rechts rüberziehen. Einfach zieh durch, Augen zu durch. Auf geht's. Scheiße, verpennt. Alles gut, nicht schlimm. Du bist schneller als der Essen. Zieh jetzt vor den Reihen, bitte. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Sehr gut, schön. Aber! Großartig, tippitoppi. Nice. Die hinten haben sich berührt, du hast gut Platz. Feuer, Feuer, Feuer. Mach jetzt einfach breit, S-Fuck, richtig nice. Dankeschön, schwarze Muggen. Du Arsch. Da bin ich ja doch pünktlich zum Start da gewesen. Du Penner. Es gibt übrigens ein TeamSpeak-Plugin für... Was? Wie wechselst du? Du wirst ignoriert. Nee, ich hab dich nicht ignoriert. Was hast du geschrieben? Wie lange hat der Server jetzt gehalten? 4 Stunden? Ja, 4, ne? Ja. Nee, 3. Also 2 Restarts, 3 Restarts haben wir noch. Nee, nach dem nächsten machen sie Feierabend. Ich finde das halt dumm, dass die das jetzt nochmal 9 Stunden gemacht haben. Finde ich persönlich nicht so geil. Ich auch nicht. Geht halt bis in der Nacht drin, ne? Das Gute ist, wir haben Topspeed, Chat. Der Porsche kommt da halt nicht hinterher. Nee, nicht mal ansatzweise. Das war sehr spät. Das war ultra spät. Oh, scheiße, ey, da ist er mit dem Heck gekommen. Oh, was? Ich hab ein Warning bekommen? LOL. Wofür? Weil du Off-Track warst und das schneller war als die erste Runde. Ah, moin. Also David, ich möchte jetzt nicht derjenige sein, wir werden das Rennen eh nicht zu Ende fahren.
Jetzt wenn, hör doch mal auf, so rumzumimosern. Wenn ein Server einmal abstürzt, dann steigt er wieder aus. Wie kann ich mir die Serverdaten nochmal anzeigen? Ich mimose nicht, ich bin einfach nur gerade kurz realistisch. Nein. Bin genug Rennen gefahren, du weißt das selber auch. Ja, ich werde dafür immer ausgemeckert, wenn ich realistisch bin. Ja, na, du bist ja realistisch in anderen Stellen, die unwichtig sind. Aber die Serverzeiten sehen jetzt gar nicht so schlecht aus. Wie meinst du? Ja, du kannst ja die Serverstats anzeigen lassen. Ja, der ist ja auch frisch oben. Ja, ja, also das sah, ja, sah heute Nachmittag beschissener aus. Wir gucken mal. Pinguin. Darf Chat wieder meckern, wenn Michel meckert, wenn Maga meckert, weil der Server meckert? Ja, natürlich. Oh, das ergibt Sinn. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, jetzt kann ich mir mal kurz eine Kohlsuppe holen gleich. Ich denke, es gibt was Gegrilltes. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja gut, das sollte ich vielleicht noch abwarten. Scheiße. Ich weiß nicht, mit was das was zu tun hat. Keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich habe mich mittlerweile an DCs gewöhnt. Also ich bin da schon wirklich immun gegen. Mich tangiert das gar nicht. Ich rechne eigentlich immer an jedem Rennen damit. Gib Nitro für den nächsten Stint. Cool, super auf jeden Fall. Mist, belastend. Hätte fast geklappt, dass ich gleich fahren hätte können. Du warst halt nicht schnell genug. Ja, merk das schon. Ich muss morgen unbedingt mein Fell aus dem Gesicht kämmen. Das kratzt schon wieder wie Sau. Was hab ich? Schwarze Mucken, Schenkel, was sind denn Schenkelbürsten? Oberlippenbart. Wie bitte? Achso. Oberlippenbart. Nee, Vollbart. Wie so ein kanadischer Holzfäller. Kannst du dir das vorstellen? Fehlt eigentlich bloß an das karierte Hemd. ja, Marcel, ich bin gerade gefahren und als ich gefahren bin, ist der Server abgeschmiert. Taikonaut, grüß dich. Lisa Rando, don't like this. Nö, nee, die stört das nicht, Irene Eva. Nee, Taikonaut konnte ich nicht. Hat er keine Zeit dafür. Die redet ja auch nicht mit ihrem Chat. Gucken, ob Ava den Druck standhalten kann. Bestimmt. Ganz entspannt.
Was sehr, sehr gut, aber ganz entspannt. So, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich muss mal schnell Grillzeug holen, bin gleich wieder da. Mann, ich will... Oh, wieder zu spät. Nee, ging. War okay. Bei diesen gibt's halt Holzkohle zum Abendbrot, Grillzeug und Grillanzünder. Hier wird nichts gejinxt. Das ist ja kein Sandwich-Toaster, das ist ein Opti-Grill. Ich war kurz am überlegen, ob ich mir auch so ein Ding hole. Weil wo der letztens die Waffeln gemacht hat, ja, ich hatte da mal kurz reingeguckt, da hat er sich gerade solche Waffeln mit dem Ding gemacht. Das war schon sick. Das war schon nice. Da wäre ich am liebsten mal schnell in die Schweiz gedüst und hätte dort mal so eine Waffel abgestaubt. Na, die Würste doch nicht auf dem Opti-Grill, Mann. Ja, aber so hast du halt alles in einem Gerät. You know? Also aber, ist Arschloch der Schlange, ist diesmal vorn. Ja, schwarze Mucken, aber guck mal, du kannst mit dem Ding Waffeln machen, du kannst mit dem Ding deine Steaks grillen, du kannst dort eigentlich relativ viel damit machen. Also zum Beispiel, eine Waffel kannst du nicht auf den Grill hauen. Also ich will mal sehen, wie du den Teig dort auf den Grill haust. Ja gut, eigentlich ist auch wieder Quatsch, weil du brauchst ja für den Opti-Grill dann diese Form dafür, dass du die Waffeln machen kannst. Die könntest du ja theoretisch auf den Grill werfen. Also das wird dann, ja gut, hast schon recht. Ich denke mal 2x 75 Minuten. Mokasov. Hier, Taikonaut, warte mal. Ich geh mal schnell in den Rauch, ich bin gleich wieder da. So wäre da. Komm mal, Michel, ist Michel gar nicht mehr da? Michel, AFK? Wenn du halt einfach von deinen Vermietern wie der verlorene Sohn, der nicht vorhandene Sohn behandelt wirst, ey. Der ist Theo kurz hier retten holen. Wir haben ihn verloren, Spikey. Ah, oh, scheiße.
War morgen meine Familie und ich verheiratet, Magga. Und hat ein Kind. Ist nicht für Kackeiern. Heiratet doch nicht meine Familie, sag mal. Pudi. Die Frau, die kann halt echt backen, kochen, alles. Twitch Prime ist... Wie die Zeit vergeht. Auf die nächsten 53. Das stimmt, Panguin, aber ich habe das nicht eingefordert. Aber ich muss trotzdem noch Miete zahlen. Irgendwie, das ist noch nicht vergangen. Hey, Schwarzmuggen. Weil ich immer nett bin zu meinen Vermietern. Ich helfe denen immer ganz viel. Also, wo ich kann. Ich hole halt sehr oft Sachen zum Beispiel aus dem Supermarkt oder so, bring noch Sachen mit oder ein paar Sachen weg. Und das bezahlen die halt nie. Und dafür kriege ich immer Essen. Wir tauschen quasi immer. Das ist der Trick, damit du bei der Miete zahlst. Ach so. Oh, okay. Nee, nee, nee. Steak esse ich nicht. Steak esse ich nicht. Ich bin mittlerweile sehr pingelig, was Steak angeht. Nachdem wir mit Don Carne Fleisch gegessen haben. Hatte ich heute auch schon. Das TV. Apfelkuchen. Hab heute volle Dröhnung gekriegt. Ich freue mich auf Gran Turismo 7, ja. Aber ich habe auch schon getauscht. Ich habe denen vorhin zwei große Portionen Kohlsuppe rübergebracht. Wir tauschen immer. Aber kann nicht zulegen. Aber kann nicht schneller. Nee, meine Vermieter gucken meinen Stream nicht, nee. Aber meine Nachbarn. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Romschka, wir haben eben gerade das Rennen gerestartet. Also, der ganze Vorsprung, den wir schon rausgefahren haben, der ist also nichtig. Gibt's doch nichts. Lass dich nicht ärgern, aber fahr deinen Schuh einfach weiter. Du fährst eine sehr gute Pace. Konzentrier dich einfach.
Was ist passiert? Der Server ist abgeschmiert. Der Server ist nach 2,5 Stunden abgeraucht. Und jetzt haben sie das Rennen nochmal neu gestartet. Und, naja. Jetzt ist es so, wie es ist. Dieser Zustand hier. Dirty Air. Inwiefern, Pinguin? Was ist mit mir? Gar nichts. Ah, okay. Taiko, du hast gerade was von Waffeleisen gesagt. Ich habe noch so ein altes Waffeleisen irgendwo da. Also das war im Grunde genommen, war das ein... Das war doch gerade TC-Bug, oder? PB, Dings können wir immer noch fahren, Podium. War alles drin. Ist noch alles drin. Ja, sowas ist halt immer, ganz ehrlich, aber hätte gar nicht fahren sollen, weil Michel hätte fahren sollen oder eigentlich hätte ich... Holy moly, ist das schnell kalt geworden. Eigentlich hätte ich fahren sollen und das sowas, so ein Restart ist halt immer ein bisschen unschön. Kannst nichts machen, ist wie es ist. Muss von daher halt wieder rausfahren. Passt halt immer nicht so rein. Oder ich sag mal so, es ist halt kein gutes Timing gewesen, weil Michel ist gerade wiedergekommen, dann wollte wieder Michel fahren und dann war Michel. Oh, melde da. An. Reifendrücke sind von 27,6 auf 27,2 runtergegangen durch Temperatur. Perfekt. Perfekt. Das glaube ich nicht, Fabian, dass das jetzt an mir liegt. Was liegt an dir? Nee, weil Fabian gerade geschrieben hat, Dizzy hat keinen Bock auf dir. Ach so, ja, ich hab dich gerade gemutet, weil du von irgendwas von Waffeleisen gequatscht hast und ich wollte was mit Chat besprechen. Ja, nee, alles gut. Michael quatscht halt zwischendurch immer so ein bisschen random Scheiße an Orten, wo es nicht passt, aber das machen wir halt alle. Deswegen mutet man sich einfach kurz mal, finde ich schlimm. Ist alles gut. Wie war Arbeit heute? Ja, ging. Die letzten 2 Stunden saß ich halt hin im Pausenraum. hab dein Stream gelurkt. Ah ja. Das ist und also hab, Arbeit, ja? Ja, ne, was willst du machen, wenn ich da ist? Ja, ist ja richtig. So, und der Werkstattkern, das kann dann am Mutter oder Lehrling machen. Das muss ich nicht machen. Grüß dich. Da habe ich mir noch ein paar Lego-Videos angeguckt. Okay, steigst du jetzt ein, bist du Lego-Streamer, oder? Ey, ich habe da eigentlich mal richtig Bock drauf, wieder so ein großes Lego-Modell aufzubauen, ohne Scheiß jetzt. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, oder Blue Bricks, oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Muss ja jetzt nicht Lego sein. Der Lehrlinge müssen immer ausgenutzt werden. Der ist ja auch erst, ich glaube, 3 Wochen da. Davon war er 2 Wochen in der Schule. Ja, er muss ja schon mal lernen, mit dem Besen umzugehen, ne? Ja, genau. Genau, so sieht's aus. Und mit dem Schrubber. Die Ölwanne sauber machen. Nee, das nicht. Aha. Das wird bei mir in der Regel nicht dreckig, sowas. Hä? Dann mach das mal dreckig.
Unser Restart ist übrigens nicht so gut geglückt, by the way. Nee, ich war da. Also so ist es nicht. Oder hast du jetzt mit dem Chat geredet? Nee. Unser Restart ist nicht gut geglückt, Punkt. Ja, ja. Nützt ja nichts. Schick dir immer Ersatzlibellen für den Wasserwagen holen. Das ist so gut. Oder Getriebesand. Aber es gibt mittlerweile, also es gibt ein paar Lehrlinge, die jetzt mittlerweile dann ausgewählt werden, die sind eigentlich schon so helle, dass die das begreifen. Ne? Also kannst jetzt nicht mehr hier sagen, komm, geh mal ins Lager, hol mal einen Zündfunken. Aber wir brauchen die Verchromten, weil das ein Direkteinspritzer ist, zum Beispiel. Nee, das habe ich noch nicht, Taikonau, das musst du mal machen. Wow. Gewichte für die Wasserwaage. Klangfett für einen Straubschock ist ungut. Das musst du schon merken. Ja, Nicknacks Ava muss so oder so fahren. Ob der jetzt den Stint jetzt so durchfährt oder so, das spielt eigentlich keine Rolle. Es kommt ja dann im Endeffekt auf die Gesamtzeit an. Da spielt das eigentlich fast keine Rolle, wer wann fährt. Ja. Nee, LKW machen wir nicht. Da habe ich auch gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt, LKW. Ist mir alles zu groß. Ist mir alles zu groß. Michel, ja. 2021, kleiner Piephahn. Hä? Das Schlimme ist ja, du denkst, bei einem LKW, ja, hast du mega viel Platz im Motorraum, das kannst du vergessen. Das ist mittlerweile genauso schlimm wie beim PKW. Ja, ist kein Platz drin, ne. Das kann ich dir sagen, dafür gucke ich genug LKW-Vlogs, da ist gar kein Platz. Neues, aber es ist dann immer die Frage, was du für Lehrlinge bekommst. Also Lehrlinge bekommst du immer. Wir hatten einen Haufen Praktikanten, hör mir auf. Keine Ahnung, was die den ganzen Tag machen. Wahrscheinlich gucken die den ganzen Tag Twitch. Die konnten nichts. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubidu. Die Zemo, die Zemo. Können wir jetzt mal mit dem Lehrlingsbashing aufhören hier bitte, danke. Und uns zurück ins Rennen begeben. Also Dizzy-Chat, ihr müsst wissen, Dizzy fühlt sich dadurch ein bisschen diskreditiert, weil er ist ja mein Lehrling. Ja. Und Dizzy, wenn wir fertig sind mit dem Stream, dann kehrst du bitte das Rig. Ja? Maga, wenn du weiter so machst, ne, dann spiele ich hier mal ganz ausgewählte Premium-Sprachnachrichten von dir vor. Wo du richtig schöne Premium-Fragen stellst. Die, glaube ich, fast jeder Zuschauer beantworten kann, nur Michel nicht. Und dann holen wir nochmal Stuhlsen dazu. Und der packt dann auch noch mal welche drauf. Und jetzt kommen wir noch mal mit Ich bin dein Lehrling. Aber hier, Stuhlsen hat auch einige Kartoffeln im Feuer, ja? Der sollte vielleicht nicht im... Na? Ah! What the fuck? Gedreht. Wie geht das denn? Interessant. Zu spät gebremst. Bist frei, kannst. Alles gut. Dreht sich die Karre einfach ein, okay. Nee, Panguin, so ist es nicht. OBS kannte schon vor Dizzy. Nee, Carlos, das ist Vince. Der Reifendrucklehrling. Ja, locker, wir wuppen das links schon. Oder irgendwo habe ich einen kleinen Flatspot. Aber jetzt gönne ich mir erstmal eine 5-Minuten-Tarine.
Bei mir gibt's nämlich keinen Fastfood. 5 Minuten Tarina habe ich frisch aus dem Opti-Grill geholt. Pudding ist alle. Lisa war nicht einkaufen. Gibt heute Abend gleich Schläge, wenn die hinkommt. Also für mich, weil ich gemeckert habe. Hättest du jetzt noch einkaufen gehen können oder arbeiten? Weißt du, wann ich das letzte Mal einen Einkaufsladen von innen gesehen habe? Das ist sehr lange her. Gut, ich spare mir folgende Folge, also Folgekommentare, ja. Okay. Ich sag einfach nur okay. Nee, ich will's nicht wissen. Ich sag nur okay. Wir diskutieren das jetzt aus. Nein, will ich nicht. Ich sag einfach okay und fertig ist. Darf ich dir trotzdem erklären? Nee, brauchst du nicht, danke. Ist deine 5 Minuten, Terino, alles gut. Das könnte passieren. C2O. Ich hatte noch kein einziges Rennen, wo die mal so ein Full-Course-Yellow aus... beziehungsweise wo die Regel hatten. Also ich selber nicht. Ihr hattet das, glaube ich, schon, ne? Hier ist auch Full-Course-Yellow, wurde vorhin schon einmal ausgerufen. Oh, geil. Boah, ich will das auch haben. Hä? Seit wann hat Netto sonntags auf? In Bahnhöfen. Ah, okay. Habe ich auch lange nicht mehr von innen gesehen. Auch nicht. Da sind wir uns einig. Ja, also oder ja. Kurstadt, na gut. Ja, Jan, dir geht das wahrscheinlich genauso. Deswegen hast du ja Dennis, den kannst du dann auf den Kopf hauen. Könnte passieren. Psycho Noll. Oh, Flashverbot? Ja. Gibt's sonst noch was, was ich noch nicht gelesen habe? Nee. Nur Flashverbot ist für dich wichtig. Also du darfst nur beim Überrunden flashen, ansonsten nicht. Moment, muss eben mein Panzertape von der Taste abmachen. Pressingmeister, lol. Ja, wenn der Sturz und die Spur nicht stimmt. Warum wir Platz 9 sind? Ja, weil sie ein paar kleine Fahrfehler eingeschlichen haben. Alles gut. Das ist immer eine meiner Lieblingsfragen. Die beantworte ich eigentlich immer ungern, bis gar nicht. Einfach ganz neutral antworten, das passt schon. Nee, das macht Chat immer für mich. Da wird man immer so emotional. Aber wenn ich jetzt das Licht von Hand ein- und ausschalte, ist es doch kein Flashen, oder? Michel, kannst du dich bitte an die Regel halten, nicht zu flashen? Na, okay. Einmal bitte. Ich meine, wir machen ja oft Schabernack so, aber wenn die Regel da ist, dann wird das schon seinen Sinn haben. Du möchtest jetzt nicht unbedingt 8 Stunden fahren, du gehst ins Auto. Ja, disqualifiziert, weil too many flashes. Sie Michel, Waschbär. Mhm. Ich find's auch witzig, aber es geht nicht. Wir können es nicht tun.
Wir flashen einfach mit unserem Regenlicht, also das, was hinten dran ist. Das wird die vor uns extrem irritieren. Na klar. Scheiße, ich hab die Tarine nicht richtig umgerührt. Oh, das ist immer das Leckerste, das ist dann richtig spicy auf dem Löffel. Mm. Ja. Da denkst du immer so, alles klar, komplette Overdose. So schmeckt das also. Magst du nicht? Ist Elfried, moin. He flashing me so much, I need sunglasses. Oh. Der kurze Dipper an den Arsch. Kurz mal fühlen. Hallo? Sakrileg, meinst du das hier? Da Kai, wir sind Neunter. Es ist nix mit Dritter. Da vorne, 4,8 Sekunden, ist der Achter weg. Pitwall gibt's leider nicht. Also mehr Infos kann ich euch nicht geben. Es gibt kein Pitwall. Die Probleme der oberen 1000, die 5-Minuten-Nudeln nicht richtig umrühren können. Ey, Philbrit, wir haben das Emote jetzt auch. Du Pfeife. Hab keinen Bock, Tab zu drücken. In ACC Zeiten rauslesen ist ein Haufen Scheiße. Da steht nur Müll und das ist immer nicht ordentlich aktualisiert. Und also ich meine, jetzt geht's noch, aber... Ach. Ja, Salvo, das müsste man mal zählen. Also ich glaube, es sind fast mit allen Modellen, also auch allen Jahrgangsmodellen, fast 20, glaube ich. Die Karre rutscht, das ist ekelhaft. Ja, Philbrit, dafür bezahlst du 4,99 im Monat. Also guck dir doch bitte mal die 18 neuen Emotes an. Sag mal, du kriegst hier mal was für dein Geld. Was? Wie sehen denn deine Live-Flugzeuge aus? 27.2, 27.4, 27.2, 27.1. Ja, gut, das würde das schon erklären. Ja. Go on. Oh, der Audi macht aber hinten richtig Radatz, ne? Ja, aber kommt ja nicht weg. Der fährt ja halt einfach mal übelst langsam. Geht ja nicht anders. $3,99 und sowas nennt sich Fullteilschwer. Magas, tut mir leid, ich wohne in der Schweiz. Hier kosten die Dinger noch $4,99. Also, sorry, wenn ihr Geringverdiener da in Germany $3,99 zahlt. Entschuldigung, in der Schweiz sind es $4,99. So, jetzt kommst du. Aus dem Weg, Geringverdiener. So sieht's nämlich aus. Da muss ich aber ganz schnell los. Aber ist nicht so schlimm, Philbrit. Hier kosten auch 4 Scheiben Käse einfach mal 15 Franken oder so gefühlt. Na, Spaß beiseite, aber 6, 7 Franken. Mama, der reiche Schweizer beleidigt mich wieder. Ich glaube, ich bin in der Schweiz auch ein Geringverdiener. Keine Sorge, Chat. Keine Sorge. Es kommt dann halt drauf an, welche Pace der dann geht. Es wird aber so sein, dass wenn der M4 dann irgendwann kommt, dass sein ACC sowas wie gemolken wird, dass dann halt jeder fährt. Man muss in dem Moment dann gegen den Mainstream schwimmen und einen M6 fahren. Also Rapid Finn, du solltest dich, glaube ich, nochmal erkundigen, wie viel Steuern man in der Schweiz zahlt.
Vexus, wie meinst du das? Drei. Drei. Deswegen kannst du wohl immer so gut notieren, Vexus, weil du weißt, wie man Hartz IV-Anträge ausfüllt. Nee, wo, ach so. Wo gehen nach Kanton? Das wird nach Kanton geregelt. Anderthalb. Nicknacks, wenn es Insider-Infos wären, dann dürften wir die vermutlich auch nicht preisgeben. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt noch nichts Neues. Also es weiß keiner, was kommen wird. Michel lügt, er weiß das. Ah ja. Nee, ist nicht weniger, Rapid. Ist nicht viel weniger. Also nimmt sich ehrlich gesagt nicht viel. Hier, nimm die letzten 100 Bits eines Geringverdieners. Dankeschön, für übrigens für 100. Du Schlingel. Also für einen Sub haben auch schon mal ein paar mehr Leute gewiggelt. Was ist da los, Chat? Seid ihr wiggelfaul heute? Einfach Wiggle-Emote wieder out. Ja, benutzt keiner mehr. Wir fahren noch 8 Stunden. Achso, wie lange fährt er noch? Eine halbe Stunde. Ungefähr. Ja. Ach Chat, bei mir gibt's ja auch ein paar neue Emotes. Voraussetzung dafür ist aber leider Better Twitch TV. Da sind noch ein paar drin, weil ich nur maximal 5 Stück uploaden kann. Und da nicht mal animierte. Hauptsache, wie er leider sagt und seine Zuschauer 99,9% bei der Twitch haben, weil die sich besser mit Twitch auskennen als er selber. Das ist möglich? Ja. Entschuldigung, Michel. Verzeihung. Ich bin doch nicht so in dem Twitch-Game. Ich weiß. Aber du machst dich gut. Du machst dich wirklich sehr gut. Oh, also 2,5 Minuten Darin sind ganz schön viel. Also der Audi schießt uns irgendwann ab. Safe Call. Nein, aber weicht aus. Ja, das stimmt. Genau wie mit dem Server einstellen, da musst du Stuhlsen anrufen. Hallo Internet. Immerhin sagt Michel nicht mehr Stream-Chat. Ja. Livestream-Chat. Ja, aber das ist ja auch der, also das ist ja der Einfluss von uns. Wie findet ihr eigentlich den Zehnzylinderklang, Chat? Say hello to my little friend. Da kommen aber noch ein paar andere Sachen dazu als nur Steuern, Freunde der Sonne, die wir in Deutschland nicht haben. Ja, ganz so ist es dann doch nicht, Vexus. Die Pflicht sind, by the way. Also, das kommt, glaub mir, fast auf selbe hinaus. T-Rex, dankeschön für 5 Subs, by the way. Dankeschön. Wir sind auf dem Weg zum neuen Emote-Slot. Schön. Seit gestern stellte sich raus, ich brauche viel mehr davon. Eigentlich alle. Es tut mir auch wirklich leid, aber wir werden wahrscheinlich auch die 10 Tier 2 und 3 Subs Emote-Slots voll machen. Ich werde jetzt alles ausreizen, Chat. Meinst du real life? Oder Real-Time, Nicknacks? Okay. Ah, Real-Life. Zweites okay. Track-Warning. Shit, sorry. Wow, wow, wow. T-Rex haut bei mir auch 5 Gifted-Subs raus. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Guter. Dankeschön.
Alles gut, aber mach dir keinen Stress. Fahr dein Stint in Ruhe zu Ende. Pinguhype bitte. Dankeschön. Bring Auto T-Rex nach Hause und alles gut. Ja, in Ruhe geiler ist gut Typ gesagt. Alles gut, aber du machst dich super. Dafür, wie es gerade ist, ist alles supi. Holen wir nachher alles wieder raus. Ja, jo. Nochmal schön Salz nachstreuen. Das holen wir nachher alles wieder raus, was du hier scheiße fährst. Schön Salzstreuer drüber gehalten. Wow, wow. Sticht da auch noch rein. Das ging ja gerade noch mal gut. Alles gut. Es wird noch braun, das hat gerade schon geguckt. Boah. Das war wirklich knapp. Michel, du zartes Bübele, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dir Mute-Tasten auf dein Streamdeck legen? Weil das Ding ist, ich kämpfe voll mit stumpfen Waffen. Dann kannst du nämlich das, kannst du dir das mit den Tasten belegen, wegen Muten und so? Wie meinst du das jetzt? Na, Discord und so? Weil soll ich mich jetzt im Discord melden? 1, 2, 3, muten? Nein, Mann, aber du bist beim Reden unterschiedlich. Wie soll ich. Du hast ein ganz kleines bisschen Delay zwischen den beiden. Und das klingt echt scheiße. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, verstehst du? Aber ist okay. Ich wollte nur anmerken für nächste Rennen, weißt du? Ja, ich habe ja jetzt ein Stream Deck, da kann ich mir das drauflegen. Find ich voll schön. Freue mich voll für dich. Lässt dir auch eine Box basteln? Hab ich doch schon. Oh, dafür? Na, guckst du mal meinen Stream bitte? Nee. Ich stream doch selber, dann guck ich doch nicht in deinen Stream. Warte. Schick mir doch einfach ein Foto. Mach ich jetzt. Naja, das wäre doch toll. Du musst bloß mal schnell die Wheelcam ausmachen. Ja, und vergiss bitte nicht dein... Dass ich da noch was hinhalten kann. Vergiss bitte nicht den Pullermann rauszumachen, weil ich... Deswegen habe ich das da gerade gesagt, Mann. Okay, gut, danke. Ich muss noch was hinhalten. Michel, du solltest übrigens die Drücke rausfahren, sonst bist du zu spät. Wie ist Stänge der Pferde jetzt zwei Stints? Nein! Der Pferd... Nein, aber fährt jetzt nicht zwei Sins. Nicht in der Verfassung. Schön. Sieht doch geil aus. Hat dein Kumpel dir das gemacht, oder? Danke an euch alle. Ja, das hat Olli mir halt kleiner mitgebracht. Sag mal so, in gewissen Ecken brechen ein bisschen die FPS weg. Das ist moin. Bisschen blöd. Mach du. Eigentlich wollte ich mir selber was bauen aus Blech. Aber da war es halt mit dem Karton drin. Wie sind denn jetzt die Temperaturen? 16, 17. Okay, ich habe jetzt 16, 18, das passt. So. Ja, deswegen soll aber ja auch nicht zwei Stints fahren. Das ist nicht gut gerade, der ist nicht, bei der Sache, auch wenn die Reifen nicht stimmen und so kann er sich nochmal fangen. Aber hier müssen wir sowieso mal gucken, was wir mit den restlichen 8 Stunden machen, weil wir sind jetzt 4 Mann. Theoretisch müsste jeder 2 Stunden fahren. Aber da wir ja ein bisschen weiter vorne landen wollen, müssen wir wahrscheinlich aus taktischen Gründen andere Entscheidungen treffen. Sowas wie Remo und Michel fahren mehr, wenn sie können. Weil den Verlust aus dem Restart müssen wir ja irgendwie wieder rausholen. Wenn wir denn für Platzierungen fahren. Aber ich gehe mal davon aus, weil wir ein ehrgeiziges Team sind. Also du hast P3 geworden? Weiß ich nicht. P3 fährt vorne. Wir sind gerade P11.
Der Server ist gecrashed, dann sind wir gerestartet. Michel wollte fahren. Michel war zu langsam. Wir sind in die andere Session. Ich habe kurz vorher Ava das Auto gegeben. Und der Restart war einfach total für den Arsch eigentlich. Und dann ist Ava halt den Restart gefahren, weil der theoretisch der nächste Fahrer gewesen wäre. Und alles ein bisschen chaotisch. Ja, Michel, also Remo fährt noch eine halbe Sekunde schneller als ich und Michel wahrscheinlich eine Sekunde schneller. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gleich mal eruieren. Caro Pinguin, danke für deinen Prime-Sub im zweiten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Oh, stimmt, ich habe ganz vergessen, wir haben ja jetzt auch Twitchos Primus und Haros Geldos als richtiges E-Boot. Daran muss ich euch auch ab und zu nochmal erinnern, Chat. In Time noch 25 Minuten. Michel fährt gerade die Drücke raus. Copy. Ich denke mal, du gehst damit d'accord, dass Michel das Auto übernimmt. Ja, definitiv, definitiv. Okay. Schwer wird er nicht gefahren. Ich kann leider nicht mehr aus diesem Hobel rausholen. Es geht irgendwie nicht. Alles gut, Michel. Aber. Aber wisst ihr, was noch niemandem aufgefallen ist? Dass wir... Scheinbar killen wir gerade die Schatten wegen dem Sonnenuntergang ein bisschen so die FPS an einigen Stellen. Vor allem die Schikane ist deswegen ein bisschen blöd zu fahren. Jetzt du, Michel. Dass wir ein Nasenfahrrad-Team sind. Und zwar dann noch im Minimum 59, ja, aber da greift das Schießschinken nicht mehr. Fühlt sich ein bisschen weird an. Cluster, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Ava Brillenträger ist. Keine Ahnung. Remo ist, Michel ist. Aber kann man jetzt nichts machen. Ich fahre das falsche Setup, ich spreche ins Essen. Michael, lad doch mal das richtige Setup. Ja, aber fährt super für die Verhältnisse. Also dafür, dass seine Reifen nicht richtig auf Temperatur sind und er selber eigentlich nur ins Auto geworfen wurde, ist alles gut. Fünf Leute, fünf Autos sind weg, ja.
39 waren es vorhin, 5 sind schon weg. Ja, so ein Restart ist halt, also ich meine, ihr müsst mal überlegen, wir fahren jetzt bis 4 Uhr morgens fahren wir durch. Bis 4 Uhr morgens, glaube ich. Sehe ich das richtig? Genau, wir haben jetzt noch 8 Stunden. Ja, bis knapp 4, 3.30 Uhr ungefähr fahren wir jetzt noch. Und Restart, das schmeckt halt einigen Menschen nicht so lecker. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt einigermaßen dich wieder vorgekämpft hast und dann der Server restartet wirst, findet man das wahrscheinlich nicht so geil. Oh Leute, ich bin die ganze Zeit gemüdet, sorry Michel. Ja. Hab ich gar nicht geschnitten. Dachte, du unterhältst dich wieder nur mit deinem Chat. Nee, hab ich gemacht, ja, aber ich war halt auch, hab auch mit dir gequatscht. Hast du das Nasenfahrer-Team aus, hier ausdiskutiert? Nee, ich war mir nicht sicher, ob Ava eine Brille hat. Ja, hat er. Ah, okay, ja, dann sind wir ein Nasenfahrer-Team. Dann sind wir wohl ein Nasenfahrer-Team, yes. Michel ist das, nicht Micha. Michel. Das ist Michel, ja. Ich habe Michel noch nie gesehen. Ich habe Michel auch noch nie gesehen. Nur seine Füße. Schick mir mal Fußbilder irgendwie. Und dazwischen hängt immer so eine Möhre. Ich weiß nicht, was ich mir damit sagen will. Kann natürlich jetzt zwei was bedeuten. Entweder habe ich verdammt kurze Beine oder... Wann kommt bei Michel eine Facecam? Weiß ich nicht. Wenn ich 60 Emote-Steckplätze freigeschalten habe. Okay, Chat. Das mache ich jetzt auch so. Das ist eine gute Idee. Hast du deinem Chat auch schon gesagt, wie viel Subs du dafür brauchst? Nee, habe ich noch nicht. Okay, weißt du es denn? 10k. Gut zugehört vorhin. Ha! Ich hab's nachgelesen. Ha! Wie er das jetzt versucht, so seriös zu verkaufen. Ich hab's wirklich nachgelesen. Ja, das... Michel kann mit den Ohren lesen, das stimmt ja. Nee, gleichzeitig. Man muss so Pi mal irre 10.000 Subs haben. Also T1. T1 und ab 10.000 Punkten, Subpunkten, kriegst du halt alle Emotes frei, die es gibt bei Twitch. Ja, musst du die in einem Monat haben oder all time? Nee, in einem Monat. Gleichzeitig. Wow. Also du müsstest aktuell 10.000 Subs haben, damit du Emotes hast. Die sind dann für immer frei, ja.
Also jedes Emote-Slot, was du freischaltest, bleibt für immer, ja. Also man muss das einmalig erreichen. Müssen wir halt so ein Earleaking-Mikrofon holen, das nützt alles nichts. Ich habe noch nie DJ 10k gehabt. Ich war noch nicht mal ansatzweise bei 3. Geschweige denn länger als eine Woche über 2. Ne. Was will man mit 60 Emotes? Oh. Das ist, ja. Ich hab noch so einige Emotes auf dem Zettel. Also, sieht das nicht aus, ne? Genau, ich müsste halt für den nächsten, also ich müsste für den nächsten Slot 2800 Zap-Punkte haben. Da fehlen jetzt noch 890 oder so. Und höher war ich noch nie. Also ich war mal bei Shop 2... 2,3 war mein Peak, glaube ich. Oder so. Tilo, der Server wurde gerestartet und aber es gab ein bisschen ein paar Komplikationen und jetzt aber kleine Probleme. Alex, RP bringt bei mir gar nichts, dadurch sinken meine Subs wieder. Ich glaube, wenn ich hier RP anmache, ist hier Randale an. Nee, ich habe keine Lust auf RP. Ich glaube, sind die gerade schon ein bisschen länger alles freigeschaltet. Die gute. Warum wurde der Server neu gestartet? Weil der einfach abgeschmiert ist. Der ist einfach abgeschmiert und abgeraucht. Brauch ein neues Handy, das ist einfach ultra langsam, das Ding. Ich will ein fucking Foto machen. Ah, jetzt. Das ist eine gute Idee. Eine grüne Maske muss ich mir aufsetzen. Und dann kann man Facecam machen. Mit Greenscreen. Das ist einfach nur so dumm. Ey, das ist ein S7 Edge. Mit pinken Streifen auf dem Bildschirm. Da habe ich vor einem Monat einen neuen Akku reingebaut. Ja, S21, schöne gut, aber das kostet ja dann gleich mal 600-700 Euro. Das ist mir... Pass auf, ihr müsst es so sehen, ich habe das Handy auf Arbeit, deswegen sieht die Hülle auch so räudig aus. Na? Für mich macht ein neues Handy einfach keinen noch. Sinn. Copy. Gönnung, das ist alles gut. Lässt sie das ist doch schön, wenn bei Streamern die Community den September ausnutzt. Das ist doch prima. Freue ich mich. Sowas ist schön. Kann man sich immer, so wie Sascha zum Beispiel, seinen Keller ausbauen und irgendwas Schönes machen mit dem extra Geld. Das ist doch gut. Sowas ist toll. Freue mich bei Michel auch. Michel hat, glaube ich, auch irgendwie 800 Umdrehungen oder so. Das ist auch schön. Sowas ist gut. Nee, ich habe 18.000 Umdrehungen. Was? Düsenjet oder was? Na, mein Subsound. Ach so. Ah ja. Also wenn ihr den nochmal hören wollt, ne? Twitch Prime is not a crime.
Michel, Alter. Ah ja. Du Pfeife. Ja, Nicknacks hab ich. Aber die haben keine Lust auf mich. Was? 18.000 Umdrehungen. Vielen Dank für deinen Sub, Mocker. Dankeschön. Sub den ersten Monat rein. Geo, moin, grüß dich. Achso, wir könnten langsam mal Luftdrücke machen, ne? Ja, wäre ganz gut, ja. Toppler subbt mit seinem Prime rein. Nee, Prime mit seinem Sub. Ach, vergess. Danke für deinen Prime, Toppler. Gib den Reifendruck durch. Noch kurz weniger Sellout. Tausend Umdrehungen. Oh, das hat er aber gehört. Ja. Wir müssen langsam mal die Drücke dann machen. Ja, ich bin deswegen jetzt gerade hier. Also wenn du ready bist, sagst du Bescheid. Jo. Fangen wir nach der ekelhaften Warsteiner Kurve an. Twitch Prime ist. So, wenn die jetzt. Gut, no time gained. Ich sag dann Michel noch nicht. Ja, okay. Ja, okay. Plaga und der Sachse, Dankeschön für eure Primes. Muchas gracias. Meine Damen und Herren, Twitches Primus mit ein bisschen Gewiggle. Mhm. Thank you. LGB, ja, mal so und so, Portmi. Oh, scheiße. Aber es wird. Oh, der Bindel ist richtig am Kotzen. Sechsundzwanzig acht. Jo. 27,3. Jo. 26,6. Dann machen wir gleich weiter. Ja. Drehung. So, der letzte. 26,9. Wiederhol dann bitte nochmal. 26,8, 27,3, 26,6, 26,9. Genau. Vollgetankt, ja. Mach fast mal. Was? Fahr erstmal. Nicknacks, vielen Dank für 5 giftige Subs, Mann. Dankeschön. Alter, Michel, konzentrier dich doch kurz einfach mal auf. Danke. Brennt, vielen Dank. Fetter Pinguipe für dich. Oh! Michel, konzentrier dich doch einfach kurz mal 5 Minuten auf das Rennen, Alter. Aber hat richtig zu kämpfen. Ich hab ihn nicht verstanden. Was hat er denn jetzt gesagt am Ende? Er hat gesagt, alles gut, hab alles vollgetankt und Reifen sind ausgewählt. Nee, irgendwas anderes hat er auch noch gesagt. Nee, hat er nicht. Sicher? Ja. Gut. Aber was hattest du zum Schluss noch gesagt? Nee, ich hab dich requested und ist alles eingestellt und Sprit ist auch drinne. Alles gut. sind jetzt 15, ne? Temperaturen. Ach, 15? Ja. Oh. Dann machst du noch einen Klick nach oben, bitte. Ey, ohne Scheiß, Michael. Du bist ja so die einzige Konstante in meinem Leben, die so ein Rennen, wo alles funktioniert, ja? Ich lass kann mich nicht mehr auf dich verlassen. Sein. Sonst, guck doch mal ins Discord, da hab ich nämlich schon so 14, nehme ich schon rein. Ich brauch deine nicht, weil wir anders fahren. Wie wir fahren. Ja, aber kannst dich ja orientieren, wie weit die auseinander liegen zu deinen. Mach einfach einen Klick mehr drauf. Hab ich gemacht. Gut, perfekt. So, weiterfahren, nicht diskutieren. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ey, als du noch kein Sub-Button hattest, ne? Da hast du echt was gemacht, Alter. Heute machst du nur noch Scheiße nebenbei. Oh. Warum? Ist da alles gut? Oh, Memphis haut 100 Bits rein. Vielen Dank. Dankeschön, Memphis.
So, kurze Frage. Muss ich den Stint ausfahren oder kann ich auch eine Runde früher reinkommen? Nee, du fährst dann bitte aus. Okay. Hab ich dann sind es jetzt noch Pause. Zwei Runden. Wow. Also diese und die nächste. Komm, kannst du reinkommen jetzt. Komm rein, Alter. Aber. Okay. Why? Also wenn ich will, mach dich bereit. Ich komme jetzt rein. Warum? Weil der Junge nicht mal mehr vernünftig eine Rundenzeit kriegt, Michel. Weil ich habe nur noch 26,5 am Drücken. Die Karre ist halt... Ja. Genau deswegen. Und ich möchte halt nicht unbedingt auf 25 ist was anderes. Ankommen. Aber und jetzt reiß dich mal kurz an Schlipper. Aber umso mehr Autos kann ich doch wieder überholen. Jetzt reiß dich einfach kurz mal bitte an Schlipper. Ja, okay. Ich nur zwei Minuten. Du kannst gleich machen, wenn du das Auto hast, kannst du so viel rumdallern, wie du willst. Und dann bete ich dir auch gerne 20 Subs rein. Aber jetzt mach bitte kurz Fokus. Ab jetzt professionell, okay? Ja, bis du das Auto hast. Danach können wir wieder rumblödeln. Okay. Big Pipe, grüß dich. Ach so, ich sollte mir vielleicht noch meine Flash-Taste anbinden, oder? Nee. Doch, ich anbinde mir die. Oder? Nee, ich lasse es drin. Ich versuche mich bloß zu beherrschen. Der Michael, ich komm rein. Der hat mir gefallen. Achso, musst du. Okay, yes. What do you want from me? So, okay. Ich bin unzufrieden. So, machst du mir das? Ja, ist nicht schlimm. Wir auch. Ja, was willst du haben? Machst du mir das Auto dann an? Ja, mach ich. TC habe ich auf 1 gestellt. BB, was willst du haben? Ja, das was standardmäßig eingestellt war. Also 59,4. Also ist ja auch diese Boxen. Stopp, was wir haben. Alter, wurde ich nach vorne geschoben. Gleich nicht erst hoch. Wir müssen jetzt uns konzentrieren und professionell sein. Wir können gleich weiterreden. Ja, entscheide dich bitte vorher für ein Voice-Programm, währenddessen du fährst. So. Ja. Du bist in beiden unmuted. 15? Ich kann beides muten, Dizzy. Ah, okay, supi. 10? Ich mach dir das Auto dann vorher an. Copy. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dann toi, Michel. Uff. Und hol das, ab hier die wilde Fahrt. Ja, hol das raus, was ich verloren habe. Eklig. Alles gut, aber passiert. Nicht schlimm. Was mich eher gewohnt hat, dass ich dann nicht mehr rausgeholt habe. Ich war vorher 55,2 gefahren und danach wurde es immer schlimmer. Die Temperaturen sind ja auch mega abgesackt. Jo. Ist halt super optimaler Start gewesen. Viele Dinge sind falsch gelaufen. Alles gut. Nicht wild. Dass sich das Auto da so eingedreht hat, Alter. Ist auch nicht schlimm. Wir haben den Restart halt nicht gut gemeistert. Was halt ja übrigens, uns am... Ja? Nee, mach du. Was uns halt am meisten halt kontragiert, ist halt, dass wir halt unseren Vorsprung komplett eingebüßt haben. Wie heißt das Wort? Ich meine, zu Anfang ging ja noch meine Pace klar, bis dann die Reifendrücke unten waren. Ja, dafür kannst du ja nichts. Bin ich in beiden gemutet, oder? Nee. Du redest gerade im Teamspeak. Im Teamspeak, so ist es auch gedacht. Genau. Aber wir unterhalten uns gerade in Discord. Oder sollen wir hierher kommen? Sehe ich auch so, Emdor? Nö, das ist mir egal. Okay. Hier mussten wir jetzt Map 2 fahren, oder nicht? Wenn dein Verbrauch unter 3.1 liegt... Wenn dein Verbrauch unter 3.1 liegt, nicht. Ansonsten 2-3 Runden.
Ah, hier kam übrigens eine Donation rein, ich hab's nicht gesehen. Ich muss danach jetzt nochmal gucken. Da sorry. Da kommen auch gleich nochmal ein paar Prime-Subs rein wahrscheinlich. Gehe ich ganz stark von aus, weil... Okay. Danke für 100, 200 Tipps, sorry. Das auch noch, siehst du. Das ist schon wieder ein ganz, ganz wildes Rennen hier heute, Chat. Oh, jetzt bist du noch hier gemutet. Ja. Weißt du aber, was am ekelhaftesten war? An der Schikane, direkt am Einlenkpunkt sind wir die FPS getorbt. Echt? Ja. Ja, also, das war 3090, ich verstehe das nicht. Michel, mute dich doch hier! Wieso denn? Ja, das ist eher Bottleneck vom CPU. Ah ja. Und ich meine, du sollst dich eher muten im Discord, damit du deine Ruhe hast. Hat er doch. Brauche ich nicht. Du fährst nicht auf mit Michel, oder? Naja, beim 24er hat er sich gemutet. Ja, da muss ja, da muss er ja was rausholen. Das war ja Bathurst. Das ist ja nur ein Nürburgring hier. Ja. Hast du eine 3090 drin und dann wahrscheinlich ja, i7, was? Zweite Generation oder? Nein, 8700. Aber es sind, glaube ich, die Schatten, die hier gerade irgendwie... Ich habe sie jetzt von hoch, also hier... Die View-Distanz von den Schatten ist von hoch wieder auf mittel gestellt. Hat jetzt deutlich was gebracht. Aber Hauptsache eine 3090 im Tanker, Junge. Da habe ich ja wegen dem Bildschirm geholt. Ich meine, ich habe sie ja auch noch so einen vernünftigen Preis gekriegt. Ah, na gut, dann geht's ja. Ja, wird's wahrscheinlich mal Zeit für einen AMD, ne? Also Chat, ihr müsst wissen, dass Ava nicht mehr arbeiten muss. Ja, natürlich. Hä, ist Ava reich? Nee, aber ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die 3090 gekauft habe und zum heutigen Zeitpunkt könnte ich die 3090 mit einem 1000er Gewinn verticken. Uff. Also ich meine, ich habe sie noch wirklich zu fast nahe der UVP bekommen. Wow, schön. War auch ein Frustkauf. Vor allem, ich wollte sie ihm für 100 Euro weniger damals abkaufen, hat er nicht mitgemacht. Fand ich nicht in Ordnung. Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Vor allem hätte er sie dann direkt wieder verkauft. Ja, Michel ist auch ein richtiger Hoden. Das ist echt mies. Man stellt nur die View-Distanz von High auf Mittel und das Problem ist weg. Oh, ich kotze. Naja. Aber weißt du, es wäre hier nie das Rennen, wenn es alles laufen würde, glaub mir. Ja, das stimmt. Oh lol, was ist denn hier los? Oh, das erklärt natürlich, warum ich so wenig Frames habe. Das ist bei dir so, ich sehe es gerade alles auf Epic. Oh. Ups. What the fuck? Was ist da passiert? Ja, ab und zu meint ACC auch mal die Videoeinstellungen, Grafikeinstellungen mal selbstständig wieder zu ändern. Ich weiß ja nicht, was ihr für komisches ACC habt, aber bei mir ist es nicht. The fuck? Wie ist das denn passiert? Lol. Scheiße, Mann, ich müsste noch mal kurz ins Windows tappen.
Hey, what the fuck, wann ist das denn passiert? Vielleicht beim Screenshot machen? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja schon wieder ganz anders interessant hier. Ja gut, halt einfach mal. Mann, verpiss dich, Fliege. Geh mir nicht auf den Sack. Oh gut, das erklärt natürlich die Frames, nicht? Ja, so bei dir auch. Okay. Ja, der Sonnenuntergang mit den ganzen langen Schatten ist ja sowieso das, wo es am meisten und frisst. Nicht, wie viel wir heute mitnehmen. Versuch das auf ein Minimum zu reduzieren. Woody Nimoin. Oh, jetzt habe ich auch einfach mal ein flüssiges Bild. W. Hm. Danke, aber. Gerne. Huch. Hätten wir das doch mal vor unseren Stints gemerkt. Wow, mein Stint war okay. Du hast doch keine langen Schatten. Richtig. Hä, hey, ich habe jetzt eben gerade auch okayische Frames gehabt, aber jetzt ist halt noch mehr. Ja, jetzt, wo die Sonne auch unten ist, habe ich auch wieder meine 80 FPS, die ich gecapped habe. Hallo, Schlauvi. Wann war denn meine letzte DT? Hä? Das ist schon eine Weile her, mein Freund. Die letzte auf Imola hat Dizzy eingefahren, nicht ich. Du Penis, Alter, weißt du? Wie er mir die Schüssel halt einfach volle Esse voll gibt mit Dingern und dann weißt du, Arschloch, Alter. Du blöde Drecksau, weißt du? Du blöde Drecksau, ey. Michael, das ist jetzt keine Einladung, dass du jetzt eine DT einfährst. Nee, hab ich schon nicht vor. Aber so ein Cut geht noch. Einer wenigstens. Nee, den lässt du schön bleiben. Mich ärgern schon die zwei genug, die ich eben reingefahren habe. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach noch mal so einen Teller Kohlsuppe. Das, glaube ich, würde ich fühlen. Ey, wenn Remo wiederkommt, der fällt also erstmal aus allen Löchern. Mhm. Warum? Naja, weil wir sind 13. Nicht mehr lange. Tanusan, vielen Dank für deinen Sub im zweiten. Dankeschön. Ich muss flashen, ich darf aber nicht. Oh! Das hat dem Sönke Seil auch nicht abgehalten. Er hat auch die ganze Zeit geflasht. Ich hab's nur ignoriert. Er hat, ohne dass ich geflasht habe, einen Fahrfehler gemacht. Habe ich das Licht überhaupt an? Ja. Ist es denn jetzt an? Ja. Jetzt ist es aus, jetzt ist wieder an. Michael, hast du nächstes Wochenende eigentlich ein Rennen? Ja. Hast du? Simgrid. Oh, dann muss ich mit wem anders unseren Cup fahren. Wieso? Der ist erst übernächste Woche. Ja? Oder ja, der ist nicht nächstes Wochenende. Hm, okay. Dachte ich jetzt. Achso, du hast Simgrid 24 Stunden, ne? Ja. Ja, achso, ja, ich fahre LFM, das Dings hier, dann können wir das nicht zusammenfahren. Hä, wieso denn?
Oder ist das schon? Das ist doch nicht nächste Woche. Doch, das müsste nächste Woche sein. Arg! Verdammt, echt jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich gucke nachher nochmal nach. Kriegen wir schon das irgendwie hin. War das eine Chat-Battle diesmal? Was meinst du, Lupo? Ist am 2. Oktober. Ja, sag ich ja. Nächstes Wochenende, ne? Ach, scheiße. Ja. Mit wem fahre ich das denn? Warst du mal Ray? Was mach ich? Warst du mal Ray oder ich so? Ich frag Zentren. Oder so. Nee, ich fahr aber mit Zentren. Kleine Zaubermaus. Ah ne, das kotzt mich vielleicht an jetzt. Ich dachte, das passt zeitlich. Ich hatte eigentlich extra geguckt. Aber ich schon vorguckt. Musst du da die alle drei Rennen mit demselben Mate fahren? Ja. Oh, na toll. Ich gucke aber mal ganz kurz nach. Vielleicht haben wir Glück und das fällt auf den Sonntag, das Rennen. Na, ein Rennen ist Sonntag, das weiß ich. Naja. Ich guck mal schnell. 2. Oktober. Ja, Samstag, der 2. Oktober. Dann 3. Oktober. Da könnt ihr euch übrigens auch noch anmelden, Chat, ne? Solltet ihr auch tun. Das ist mega gut. Schön Tandem fahren. Wir haben erst 25 Liter hier aus dem Bock rausgefahren. Wie viel Verbrauch hast du? 3,13. Ja, dann geht's ja. Ja, das passt. Wenn man ein SR von 4.0 hat. Hast du kein Safety Rating von 4.0, Refs? So, ich bin jetzt mal kurz AFK, Leute. Ich hol mir mal eben ein Süppchen. Bin gleich wieder da. Gut, denn. Braheimer, vielen Dank für deinen Sub. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
So, wieder da. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe heute schon genug gegessen. Oh, dann reicht's aber nicht für die Turbozündung. Na doch, glaub mir. Ich habe heute Morgen Haferflocken gehabt. Da gibt's auf jeden Fall riesige Turbozündung. Ja, Haferflocken sorgen aber eher für Verstopfung. Nein, Haferflocken sorgen für Zündung immer. Okay. Also bei mir ist richtig Zündung, glaub mal. Aber ich find's interessant, wie du das Flaschenverbot umgehst, Michel. Hör bloß auf, ich habe letztens im Bett gelegen, habe einen rausgeschmettert, Junge. Meine Katze lag hinter mir, die ist dann erstmal aus dem Bett gegangen. Ich wollte mal mit Marbex fahren, ja? Das ist richtig. Aber Marbex fährt nächste Woche Simgrid. Kaliber. Genauso wie Michel. Das wird also nix, leider. Fährt Barbix noch oder ist er aktuell nur noch am Packs öffnen in FIFA? Was? Barbix öffnet Packs in FIFA? What the fuck? Ja, ja, das spielt momentan viel FIFA. Ah, okay. Ich glaube, Jay brauchen wir aktuell nicht fragen. Ich habe Zentren gefragt, Chat. Wir fahren mit Zentren. Ja, cool. Und Haferflocken zusammen, Junge. Da kannst du dich morgen aber abmelden, Junge. Ja, mit Jay würde ich auch gerne mal fahren. Aber Jay ist, glaube ich, super, super busy gerade. Momentan. Die haben ganz schön Programm bei Pizzweets. Michel, send it. Ja, müsst ihr erstmal näher rankommen. Was macht denn der Porsche? Ach so, der ist überrunden. Schaffst du schon, die machen gar nicht Fehler. Ja, die kosten mich halt Reifenluftdrücke, weil die so langsam sind. Da hast du deinen Fehler. Ja, lasern können wir leider nicht, Chat. Ihr braucht die Laser leider nicht laden. Das geht nicht.
Der geht quer. Sehr schön, Michel. Ich glaube, es durch. Sehr schön. Immer sehr gut gemacht, schön. Kannst die Warnblinker ausmachen. Ja, klar. Ich muss erstmal wieder auf der Gerade. Friss das! Die Doppel-Backlaser. Piu, 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 piu. Schön durchgewiggelt. Yep. Der McLaren ist auch noch mit durchgekommen. Null. Ja. So. Next. Oh, 24 Sekunden. Also jetzt profitieren wir noch nicht mal davon, dass dieser Yi die Reifen komplett zerstört hat. Ja, wir sind ja jetzt alles neu. Ja, eben. Ich habe übrigens gar keinen Rückspiegel. Hast du vergessen, mit F1 rum durchzuschalten? Ja, habe ich da jetzt gerade gemacht. Ich habe das ganz vergessen. Oh. Bei deinem Tempo brauchst du keinen Rückspiegel. That's it, man. So. Jetzt reiß an den Hobel. Nächster Überrundeter ist Herr Beinborn. Ah, verbremst. Alles gut, hab's im Griff. Eieiei. Reicht denn der Sprit überhaupt noch? Ja. Wie heißt denn jetzt noch? Warte, gleich, warte. 75,9. Und wie viele Runden? Moment. Ah, jetzt habe ich im Chat. 4, alles gut. 4, 24. Hat Chat schon geschrieben, danke. Warte, ich rechne durch. Sollte eigentlich klappen. Ich bin mal kurz Map 2 gefahren, aber... Sprit reicht, okay, locker. Ja, reicht. Reicht. Du darfst jetzt ballern. Reiß an den Hobel. Ein Lenkwinkel sehr, sehr spitz durch den Überrundeten. Hätte fast geklappt. Mhm. Taco, der Server wurde gerestartet und bei unserem Restart liefen organisatorisch ein, zwei Sachen etwas schief. Ava saß im Auto drin, hat sich nicht so gut gefühlt und ist von 4 auf 13 runtergefallen. Und jetzt sind wir hier. Sagen wir mal so, die sehr schnell fallende Temperatur war kontraproduktiv für die Reifendrücke. Das Auto fühlte sich ziemlich rutschig-matschig an. Hammer Time. Den durfte ich lasern, ja. Ich muss sagen, die ganze Misere hat es angefangen, wo ich mich hier eingedreht habe. Ja, ist egal, aber passiert. Müssen wir halt wieder rausfahren dann. Jo. Ärgert einen trotzdem. Jo. Es ist zum Glück nicht ganz so schlimm wie ein Disconnect, aber trotzdem. Fahre ich wieder mit dir mit und dann passiert sowas. Macht dir einen guten Eindruck, ne? keine Angst, aber es passiert nicht wieder. Arsch. Ich wollte es nicht sagen. Du Penner. Nein, alles gut, aber Spaß. Ich weiß das doch. Aber wir unterhalten uns dann am Livestream. Ja. Dann gibt's Klassenkeile.
Nee, wenn du sagst, dass du wenig FPS hast, ist das schon verständlich, dass es nicht so gut läuft. Ja, und halt, vielen Dank für dein Prime, Alter. Dankeschön. Wie er mitten im Gespräch darauf springt, wie so ein Irrer, Alter. Oh, ja. Michael. Aber ich hatte auch halt am Ende 26 5er Reifendrücke. Die sind halt von 27,6 darunter gehüpft während des Distance. Fährst du einen Doppelstint, Michael, oder willst du einfahren? Mir ist das egal. Egal ist so eine Antwort, die kannst du dir einfach mal nehmen und dir durch deine Kimme ziehen. Egal, gibt's nicht. Michael fährt jetzt einen Doppelstint-Punkt. Hallo, wieder da. Ja, Mensch, Remo! Ach, hallo, Remo! Du hast ja wieder alles verpasst, Mensch. Ja, es sind Dinge passiert. Ich hab mitgekriegt, irgendwie der Server ist abgestürzt. Das war genau da, als ich gegangen bin. Ah, okay. Wow. Ja, Max? Ich hab dann Max, den Restart Remo? Gefahren. Jo. Weg, Remo. Hab gesehen, wir sind auf P9. Sag ich dir noch was. Oh. Ja, unser ganzer Vorsprung war halt dahin, ne? Wir hatten halt eine halbe Runde Vorsprung hinter den hinter uns Platzierten. Kann ich machen, wenn deren Server halt nicht funktioniert. Ja. Also ist wie wenn jemand disconnected, so kannst du halt nichts machen. Das wird aber auch echt ein Meme, so. Mhm. Ja, geht weiter. Ist noch nichts verloren. Achso, Remo, wenn du Michael hören willst, solltest du dich entmuten im Teamspeak. Hack das, ja. Was gibt's zu essen? Hühnchenkeulen mit Mais. Geil. Mhm. Oh, Mais. Ja. Mais ist Fischfutter. Du bist Fischfutter. Hey, Siege, jetzt hör mal nicht so zu Michel. Michel ist ein guter Teammate, komm. Gib ihm auch mal eine Chance. Ja, gib mir auch einen Sub. Ich find Siege sehr sympathisch. Was hat er geschrieben? Nix. Er hat nichts geschrieben. Weiß nicht, wie schnell P8 unterwegs ist, weil ich den momentan nicht sehe. Finde ich gleich raus. Patrick, ganz gut. Ich bin eine Runde weiter. Das ist das Wichtigste. Ah, sehr schön, Remo. Sehr schön. Good job. Gar nicht gefragt. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht, ob euch Racing Unleashed was sagt. Nee. Im Endeffekt, das sind halt Simulatoren. In einem Zentrum, da gibt es schon relativ viele in Zürich. So ein Full-Motion-Rig und du fährst halt in AC Formel 1 so. Und die haben halt auch einmal im Monat ein Rennen in der Liga und fährst halt in der Racer-Liga an und kannst dich in die Challenger hocharbeiten. Ich habe jetzt halt das dritte Rennen, mache jetzt sozusagen in der Challenger, also in der Anfänger-League. Ja, diesmal ist es auf Spa. Ah, okay. Das ist ganz cool, weil eben dann macht man mal Simracing eben halt nicht nur von zu Hause aus und hat die Leute am Discord, sondern man trifft sich halt auch so persönlich und dann ja, geht man je nachdem vielleicht nachher noch ein Bierchen ziehen oder man kann sich einfach so von Mann zu Mann oder Frau zu Frau einfach so physisch auch unterhalten, das ist ganz chillig. Das ist doch supi. Mhm. Wird noch gefährlich, wenn es da mal heiß hergeht. Ach ja, Silverstone, letztes Rennen, das war pure Katastrophe. Dübelmonster, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Alter Satz. Michel, wenn Dankeschön. Du jetzt nicht gleich deine Fresse hältst, wenn Leute sich unterhalten, sag doch 2 Minuten später das, Mann. Ey, wie du halt immer, 1,57 ist der vor dir. Nee, 1,55 ist der fahren. Michel, Mann, gewöhn dir mal ein bisschen Benimse an. Danke, hab dich lieb, Küsschen. Mann, ey. Kann doch nicht Mann, mal, ey. Kann doch nicht mal ernst sein. Was hast denn du schon wieder gemacht? Na, Remo erzählt irgendwas und du danke für dein Prime Sub, Alter. Vielen Dank, also voll ich hab mich doch gemutet. Mm-mm. Nee, hast du nicht. Nee, hast du nicht. Du hast jetzt zweimal voller Esse voll reingehalten. Und Remo ist voll am Quatschen. Ey, danke für dein Prime Sub. Vielen Dank, mega geil. Du Pissfisch, ey. Mensch, ich müsste mich vielleicht im Teamspeak muten. Ja, großartig. Tippitoppi.
machen. Oh, du Pfeife, ey. Oh, Mann. Reinhieten mal anders, ja. Schön. Also jetzt 1,55 gefahren, übrigens. Bitte. Man merkt, dass die Temperatur den Reifen fehlt. Wenn es kalt wird, fährt er sich nicht mehr schön. Das ist halt nur am Rutschen, der Bock. Ja. I know. I know. Ihr habt das jetzt gemacht wegen Stint-Einteilung? Wer fährt noch wann? Ach, wir haben noch gar nichts gemacht, ehrlich gesagt, Remo. Wir gucken jetzt, was wir hier am meisten rausholen können aus der Sache. Das sprechen wir jetzt einfach ab dann. Okidoki. Also ich sag mal, wir fahren für Platzierung und dementsprechend entscheiden wir uns dann. Hey, Remo, also Dizzy fährt... Ja genau, Dizzy fährt noch einmal, weil er muss ja noch einmal und danach fährst nur noch du, Remo und Michel. Bis 20 vor 4. 20 vor 4 inzwischen? Ei, 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 ja, ja, die haben so. Nämlich statt 8 Stunden haben sie 9 Stunden genommen. Ah. Beim Restart. Schön. Deswegen sind zwar, glaube ich, auch nur noch 34 Teams. Vielleicht merken sie jetzt, warum vielleicht 3 Uhr Nachmittag nicht der beste Start ist für uns, ne? No front! Also bis P8 sind es jetzt noch 14 Sekunden. Ja. Und dann wissen wir ja noch nicht mal, ob der Server jetzt überhaupt noch durchhält. Das, also ja, wenn der nochmal abschmiert, dann machen sie aus. Hedgehog, grüß dich, altes Haus. Mill. Ja, was hast du? Können sie mal kurz flashen? Oder haben sie bewusst kein Licht an? Doch, hier darfst du flashen. Dankeschön. Du kannst auch im Discord reden, er hört im Discord mit. Was, ja? Ja. Naja, Ganze Zeit da, Remo. Für alle deine Schandtaten. Hab gehört, dass du saufen warst. Ich saufen? Nee, hallo? Wir haben das ganz genau gesehen in der Doku. An der Haare, ja. Dass du Bier getrunken hast auf dem Nürburgring. Ja. Okay, dann. Einfach was anderes. Wieso sieht man das in den Haaren? Ja, wir haben ganz genau gesehen, wie voll du warst. Du hast dort an dem Tag deinen Conditioner nicht verwendet. Das liegt daran, weil ich in der Nordschleife nicht geduscht habe. Aha, und das macht man nur, wenn man betrunken war. Nee, wenn man nicht so eine Möglichkeit zum Duschen hat. Hör auf zu liegen, Remo. Man hat ganz eindeutig gesehen, dass du betrunken warst. Ich hätten die mich erwischt, besoffen an der Schleife, dann hätte ich sowas von Problem gehabt. Alle Chats sagen das. Muss ich da mal gucken, Flo? Ja, dann ist das wohl wahr, ja, das stimmt schon. Ist eine Demokratie. Ist so. P7 hat eine 10-Sekunden-Strafe, ja. Oh, nee. Was denn? Ja, der Name ist nicht so geil, der vor mir ist. Wie der Name? Naja, das ist ein Insider. Ich glaube, Remo weiß damit was anzufangen. Ich bin amüsiert, ja. Gut. okay. Ja, wir gehen nicht genau ins Detail. Ja, genau. Ja. Die ist einfach als Insider, den du nicht kennst. Ja, okay, finde ich toll. Mit Lachen. Das ist wie unsere WhatsApp-Insider immer, ne? Also, die. Also. Nee, das ist nicht Kedelhut. Also, Kedelhut fährt ihr nicht mit, den können wir leider nicht mehr kedeln. Die Zemo, die Zema. Wuh, Gibi! Also,
Das Auto overall gefällt mir über den gesamten Stint nicht. Frogman, Dankeschön für 38. Schwenk, Dankeschön für 2. Stimmen die Reifenbrücke? Ja. Also halbwegs. Patrick, da ist kein Kräuterbutter drauf, aber einfach normal Butter mit Salz. Butter mit Salz. Auf dem Maiskolben, ja. Sag mal, Sascha, hast du heute Geburtstag oder hattest du gestern Geburtstag? Ich bin alles Gute, Sascha. Wollte ich gerade sagen. Also, ich bin mir nicht so sicher, aber jetzt, wo du da bist, kann ich ja mal fragen. Sascha, alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber hey. Happy B-Day. Genau, bei mir auch. Alles Gute. Unbekannterweise. Genau, Remo ist gerade eine Salzschnitte auf dich. Mhm. Also er fährt sich echt nicht mehr schön. Muss ich wirklich jetzt sagen. Danke, Veit. Endlich geil. Endlich 37 geworden. Vielleicht waren es bei mir dann doch nicht nur die FPS, sondern eher das Auto. Nee, gegen Ende des Stints, da bricht übelst ein. Weißt du, was ich unfassbar geil finde, Sascha? Wir sind schon wirklich sehr viele Jahre sehr eng miteinander vertraut und befreundet. Aber ich glaube, weder der eine noch der andere weiß den Geburtstag von dem anderen. Und wenn mich einer zum Beispiel nach deinem Nachnamen fragen würde, ich wüsste, glaube ich, nicht mal deinen Nachnamen. Das meine ich ernst gerade. Müller. Das passt immer. Chancen liegen hoch, dass es vielleicht der sein kann. Dein weiß ja, P7 hat 10 Sekunden Strafe. Flo. Okay. Der Schlaubi. Ja, Patrick, safe. Ja, ich weiß. Aber heute gab es keinen Kräuter, oder? Van der Mount hier ist der Nachname, natürlich. Ich freue mich so auf dein Studio, Sascha. War das echt schön. Ich hoffe, du hast schön gefeiert gestern. Ich habe mich sehr gefreut für dich, dass da so viele Menschen vorbeigekommen sind. War bestimmt ein schöner Moment und ein toller Abend gestern. Das ist tippitoppi. Zieh dich schon mal aus, bevor du kommst. Also ja, wir haben schon mal wir haben schon mal zusammen in einem Wohnmobil. Also, okay, mache ich. Aber du musst den Pool anheizen. Oh, Sascha, da komme ich um mit rum. Ich muss sagen, wir haben innen, wann und wo? Ich habe Pool gehört. Ja, wir machen einen Poolstream. Zu einem 24-Stunden-Rennen. Der Fahrer sitzt immer im Auto und alle anderen hocken im Pool. Da wäre ich dabei. Einfach 4 Stunden im Pool gehangen und dann einfach steigst du nur raus, da fällt einfach nur die Haut runter. Um auch dich kurz abzuholen, weil ich denke mal, die Frage wirst du dir stellen, warum sind wir 9? Der Server hat den DC, wir waren vorher auf 4. Der Server hat den DC und unseren Restart haben wir ein bisschen verkackt und sind von Platz 4 runtergefallen auf 14. Jetzt. Hey, kurzzeitig war ich Platz 3, ja? Kurzzeitig warst du Platz 3, richtig, ja. Bis dann irgendwann Söhntke mich überholt hat. Ab da ging's bergab. Danach war die Karre nicht mehr gut fahrbar. Nö, letzte Woche war mega. Danke an euch alle. Letzte für Woche mit Michael hatte ich ein unfassbar gutes Rennen. Jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Push, push, push. Letzte Woche haben wir wirklich sehr gutes Rennen gehabt. Aber heute ist auch gut. Für einen Server-Crash kann man nichts. Was willst du machen, ist wie es ist. Ja. Prima, danke für 5 Monate. 23, Entschuldigung. Ah ja. Was? Der ist positiv eingestellt, der Mann. Der ist positiv eingestellt. Wer? Plus. Wer war's?
Da Jan. Jan de Duse, oder sehe ich da. Du machst mal Platz jetzt hier. Oder muss ich erst den Warnblinker anmachen? Na mach. Nee, hier, den darfst du blinkern. Der ist blau. Da darfst du voll. I know. Halt rein jetzt! Mann, Laser doch endlich, Mann, damit mein Chat endlich Warte. Einmal das Laser-Emote benutzen kann. Oh, Mann. Wir haben noch einen, beruhige dich. Oder vor ist er gleich P7? Yeah. Ja. Also P8 und P7. Nee, die Cuts wurden refreshed, aber die sind auch alle wieder drauf. Aber hat gleich mal zwei raufgepackt und sein. Was? In-game? Was? Jetzt noch mal. In-game-Chat is banned. No more. Ah ja. Man soll den In-game-Chat halt nicht nutzen, logischerweise. Darf ich jetzt minus, minus, minus schreiben? Damit sich das wieder ausgleicht. Ja, wenn du eine Strafe willst, kannst du es schon machen. Ach krass, guck mal, P3 in dem Porsche, der ist auch zurückgefallen auf 7. Chat, macht mal schon die Laser-Emotes bereit, bitte. Danke. Wir haben jetzt ein Pew-Pew-Emote. Get ready to use it. The blue Porsche needs to be pew-pewed. Mach's jetzt einfach nicht. Du Arsch. Du blöder Arsch, Junge. Ja, bei mir benutzt das auch keiner, das Emote, schade. Doch. Pressingmeister, Pressingmeister. Nein! Da, die Katze, die schießt, das ist Laser. Ach so. Ah, ja. Wir schießen auf Reifen. Aber Senden ist doch auch gut. Die haben halt instant Wirkung gezeigt. Porsche fast abgeflogen. Siehste, dafür haben wir diesen Simon-Chat. Ihr könnt jetzt endlich Reifen zerlasern. Ah! Aber nicht meine. Oh, warum geil! Hast du es nicht Pew Pew genannt, das Emot? Ich weiß gar nicht, Dizzy 47. Achso, oh ja, gut. Das yeah. Ja. Nee, Agent 47. Achso, von Hitman, naja. Ja, genau. Ja, ja. So, wie weit ist denn dann P6 entfernt? Ich hab da irgendwie nicht so den Durchblick. Moment. Weiß, ich greife hier nach dem Stern. Wilde Aktion von Porsche. Der ist gerade runter in die 180 Grad Ende Startziel. Ah, okay, also auch nicht so weit weg. Nee, die sind alle noch nah dran, Michel. Also du greifst hier nicht nach den Sternen. Ich habe mein Bestes gegeben, sie aufzuhalten. Der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel. Schade, Winkel singt immer mit. Ja. Porsche hat Kampfspuren. Ich fand den Clip übrigens ganz witzig, als du El Vinco mal kurz gesagt hast, dass er ruhig sein soll. El Vinco, halt jetzt deine gottverdammte Fresse. Das habe ich auch von dir auch noch nie gehört, Junge. Ja, wir befinden uns in der Startphase. Wir sind 5 Mann in einem Channel, alle in einem eigenen Auto. Da brauchen wir keine Rumgeheule. Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Das ist, dass er sich mit dem Fahrer wieder angelegt hat, ist seine Schuld, weil man weiß, dass man mit dem Fahrer sich nicht anlegt. Der schießt einfach nur mal gerne Leute ab. Dich bekannt. Oh. Ah, das war beim Paul Ricard-Rennen, oder? Jo. Ja. GT4. Großartig, Chat. Ja, der ging sofort viral irgendwie. Der Clip. Weiterschießen, Chat. Wir sind bei. Oh, hoppala. Ich hab aus Versehen geflasht, weil ich dachte, der ist überrundet. Alter, wie macht denn der die Tür zu? Hat er eine Macke? Nee, fährt Porsche. Ja, das kann aber in der Hose gehen. Ja, ja, ich weiß. Du mal 10 Sekunden Strafe hat. What do you want from me? Der macht ja. Oh. Alter, ist er dumm? Jetzt mal ohne Scheiß. Hey, das kannst du nicht bringen. Psst. Ja, sorry, ist aber gut. Das geht nicht. Ist hier 30. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das Wort überbuttern kann. Ist egal. Beer Sportsman. Er sollte bei Amazon einkaufen. Wir formulieren das einfach so. Richtig, denn mit Amazon Prime haben sie gleichzeitig mehr kostenfrei Twitch Prime enthalten und können eins für ihre Wahl jeden Monat kostenfrei.
frei unterstützen mit einem Prime-Sub. Auch bei Michel. Genau. Oder auch bei Remo. Bei Remo glaube ich auch. Ja. Nur bei Aber nicht. Aber richtig. Da kann man abonnieren. Follow, stimmt. Folgen. Nee, bei YouTube kann man abonnieren. Ja, aber er streamt ja bei Twitch jetzt auch, oder nicht? Ja, beides. Ach hier. Solange ich kein Affiliate bin, kann ich ja beides gleichzeitig machen. Aha, das lass mal Twitch nicht wissen, Junge. Und wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Behalt mich freiwillig, wir Schweizer haben alles erfunden. Freiwillig. Ricola, Schoki, Geld, das sind alles unsere Sachen. Was, Gehalt? Geld. So. Ja, Geld habt ihr auch erfunden. Also zumindest in den Schweizer Banken. Die Schweiz druckt ja auch für diverse Länder das Geld. Das ist absolut richtig. Ich habe mir auch schon einen neuen Tintenstrahldrucker zugelegt. So am Rumwarpen? Alter. Okay. Ja, Porsche will es wissen. This is real racing, yo! Nix gegen Porsche, bitte. Ich darf am Montag wieder 8 davon auf meinen LKW schmeißen, nagelneu aus dem Berg. Nice. Du kannst gerne einen stehen lassen. Ich nehme auch gerne einen. Aber die E-Variante wäre schön. Der Porsche und Michel haben sich lieb. Warum? Weil er voll auf deinen Warnblinker angesprungen ist. Ja? Ja, er hat zurückgeflasht. Ich könnte mir gerade leckere Hühnchenkeulen. Und vorher noch einen Maiskolben. Wann gibt's eigentlich... Ja, zeig den mal an, der hat mich geflasht. Michel, Korrektur, du hast ihn auch geflasht. Ja, eben. Habt euch die Hand gegeben? Warte mal. Ich bin auf den Knopf gekommen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Er ist auch auf den Knopf gekommen. Ja, genau. Er ist abgerutscht, weil so viel Force Feedback am Lenkrad war. So, jetzt muss man sehen, dass wir den Audi irgendwie wieder bekommen. Konzentrierte ja, Runden. Wie lange musst du jetzt noch? 10 Runden. Ah ja, okay. Irgendwie hören die Stints hier auf dem Nürburgring nicht auf. Nee, ne? Hab ich so das Gefühl. Ja, die gehen ewig. Das sind vorhin auch. Die 75 Minuten Stintzeit, das ist es. Ich hab halt noch 33 Liter in dem Bock. Was hast du für einen Verbrauch? 3,09. Ah, damit kommst du durch mit Mapping 1. Ich suche noch 2-3 Leute für den LKW-Überfall. Wer ist dabei? Julian, der Chat beantwortet dir die Frage. Ja, der Porsche ist weggesegelt, ja. Okay, TC2 regelt zu viel weg. Michel? Ja? Warum hast du eigentlich das Rainlight an? Siehst du irgendwo Regen? Ja. Muss ich dir das auch noch erklären? Licht sind ja trotzdem bewegliche Atome. You know? Ja. Und dadurch, dass das Regenlicht nach hinten rausgeht, geben die nochmal so einen kleinen Schub. Verstehst du? Ah. Das ist ein Boost! Mann, Remo, weißt du denn gar nichts, ey? Ich denke, du bist ein erfahrener Rennfahrer. Ja, aber ich befasse mich meistens mit relevanten Themen, nicht nur mit
Mit den Hirngespinsten. Entschuldigung. Das sind keine Hirngespinster. Hast du gerade dem World Cup-Fahrer gesagt, dass er keine Ahnung hat? Das wie viele World Cup-Fahrer wird durchgecarried von seinem Team? Glaube kein Blech, du Penner. Ne, passt auf, Michel. Wer sponsert das Team? Wie bitte? Ich hab laut Vertrag die Berechtigung zu entscheiden, wer fahren darf und wer nicht. Ja, dann fahr ich halt nicht, da kann ich mit Dizzy nächste Woche Tandem Cup fahren. Sehr gut. Und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich. Danke, Remo. Tschüss raus. Nee, Michel, du musst aber alleine fahren. Das ist echt nett, Remo, dass du das so entschieden hast, dass ich mit Michel nächste Woche Tandem fahren kann. Prima. Ja, dann die Jungs vom Auto freuen sich auch. Dann sehen sie mal schnell. Das ist ein Penner. Ich wahre Liebe zwischen mich und mir. Wie sind aktuell die Temperaturen? Ganz schön kalt. 14. Ja, 14, 14. Okay, dann bitte auf meine Luftdrücker, die ich im Discord gepostet habe. Also die wirklich im Discord stehen, zwei Klicks oben drauf. Heißt zwei Klicks 0, 2, ja? Ja. Aber mach das mal bitte. Yo. Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Obwohl hinten rechts plus ein Klick. Ich mache aber, ist alles gut. Ich war schon dabei zu schreiben. Ach, ja, dann schreib zu Ende. Schreib zu Ende. Patrick, tendenziell nein. Ich muss gerade überlegen, was hatte ich an dem Wochenende? Stimmt, ich bin an dem Wochenende in Basel. Weil da findet die Fantasy Basel statt. Nächstes Jahr. Ich auch wieder dann. Du bist dieses Jahr nicht da? Nee. Was für ein Zeug? Ich gehe noch nicht auf Messen dieses Jahr. Erst nächstes Jahr. Ich lasse noch ein bisschen wirken. Okay. Ja, dann kann ich dir zumindest erzählen, wie es war. Das wäre schön. Ach so, nee, hinten rechts habe ich ja mega wenig. Lul. So, was willst du denn dann hinten rechts haben? Mach das so wie geplant. Zwei Klicks. Okay. Michel, auch noch kurz für dich zur Aufklärung. Die Fantasy Basel ist eine Anime, Manga, Cosplay und inzwischen auch Gaming-Messe. In Basel. Weißt du, wo Basel liegt? In Deutschland? Fast. Aber ich glaube, das hast du mit Mario Basler verwechselt. Nee, habe ich nicht. Doch, doch. Stimmt, wir haben ja hinten 26,6. Du weißt ich nicht, ob die Luftdrücke von Anfang an so scheiße waren, aber das glaube ich nicht. Oder ob die erst vom Verlauf des Rennens so geworden sind. Pat Ventures, lässt sich grüßen, aber. Lichtenstein. Ja, Grüße zurück. Remo. Was ist Michel? Sag Lichtenstein. Lichtenstein, das liegt aber ganz woanders als Basel. Mann, wieso schwindelt ihr Chat? Big Bip. Maga, du weißt nicht, wo Basel liegt? Also jetzt mal ernsthaft, nicht verurteile ich. Okay. Woher soll ich denn wissen? Das interessiert mich nicht. Geografie, weiß ich nicht, damit du es vielleicht hast hat du ja mich, schon mal. Hat mich nie interessiert. Ich habe zu tun, dass ich weiß, wie ich heimkomme. Okay. Also Basel liegt im Norden der Schweiz, angrenzend an Deutschland. Nahe dem Dreieck zu. Also von ist das die sächsische Schweiz? Es ist in der Schweiz. Oh Gott! Erdkunde Sätze 6. Nee, ich habe jetzt eine Antwort einfach gekommen, die ich nur höre. Achso. Nein, alles gut. Also, ich kann mir das jetzt schon vorstellen, wo es ist. Du weißt aber, dass drei Länderkreuz Deutschland, Schweiz, Frankreich ist, oder? Ja, südöstlich von mir gesehen. Genau. Ein bisschen weiter nach Osten kommst du irgendwann zu Basel. Also, Südosten, dann kommst du zu Basel. Hä, der macht Platz? Was ist denn mit ihm los? Ja, der weiß Angst von dir. Ja gut, Blue Arrow, ich glaube so ziemlich die ganze Schweizer Landesgrenze läuft Baden-Württemberg entlang.
Also im Reifendruck Süden, Süden habt ihr nur Baden-Württemberg und Bayern. Und an Bayern grenzt, glaube ich, nur Österreich an. Hör mal kurz Ruhe. Was hast du gesagt, aber? Die Reifendrücke stehen im Discord. Also die habe ich nach deinem Wunsch um 0,2 höher gemacht. Gut, perfekt. Patrick, nee, das sind 2 Wochen. Okay, danke, Luca. Oh, ich freue mich auf nächste Woche. Schön wieder im Militäranzug mit meiner Lisa einrücken. Vor 3,5 Wochen. Hä, hast du dein was hast du gemacht? Heizungsbau, Beruf schon wieder aufgegeben? Hä? Nein. Ich bin weiterhin gelernter Gebäudetechnikplaner Heizung mit eidgenössischem Fachzeugnis. Ich muss aber meine Pflichten für mein Land erfüllen und deswegen in den sogenannten WK einrücken. Da warst du nicht schon mal beim Bund? Ja, bei der Schweiz funktioniert es aber wie folgt. Du bist verpflichtet, die Rekrutenschule zu absolvieren. Ich habe ja dann nochmal weitergemacht. Also war dann statt knapp 5, war ich 10 Monate im Militär. Und du bist für die nächsten 6 Folgejahre dazu verpflichtet, 3 bis 4 Wochen, wobei die 4 eigentlich nur für Kader, also ab Unteroffizier und höher, gilt, verpflichtet, einmal im Jahr ins Militär zu gehen, als Auffrischung und Wiederholung des bereits Gelernten oder auch, wenn neue Utensilien in deine Truppengattung einfließen. Okay. Damit wir für den Ernstfall immer vorbereitet sind. Im Endeffekt, du machst ein paar Übungen und säufst sehr viel Bier. Perfekt. Genau. Ich bin auch diesmal nicht bei der Artillerieabteilung 16-4, wo ich eigentlich normalerweise hingehöre. Das wäre im April gewesen, aber da habe ich eine frische Arbeitsstelle angefangen, deswegen konnten wir es verschieben. Jetzt mache ich einen Gast-WK im Oktober, also jetzt dann halt eben nächste Woche, bei den Genietruppen. Das sind die, die das Gelände räumen und Brücken bauen für Panzer. Ja. Und ich tucke dann da auf meinem M113 rum mit dem Maschinengewehr. Bloß gut, dass die Schweiz ihr Militär immer in den ganzen Weltkriegen eingesetzt hat, was ihr jetzt labert. Die spielen halt nicht mit, ne? Naja, eingesetzt wurde schon an der Grenze. Ja, Landesverteidigung. Die Schweiz hat halt nur drei, also die Schweiz nur. Die Schweizer Armee hat halt 3 Aufgaben. Erste, Landesverteidigung. Zweite, Katastrophenhilfe im Land. Also wenn, ne, Bergrutsch, Schnee, irgendwas, da hilft das Militär immer. Oder Hochwasser. Und drittes ist Friedensförderung im Ausland. Aktuell sind irgendwas um die 250 Schweizerinnen und Schweizer Militärsangehörige zuständig für Friedensförderung in diversen Ländern. Es sind zum Beispiel auch, glaube ich, 2 höhere Offiziere im Koreakrieg in der Friedensverhandlung. Da sagt er nichts mehr. Ja. Da wurde halt einfach mal Knowledge gedroppt. Remo vor seinem PC Wikipedia offen? Nee. Das musste ich lernen. Sonst hätte ich niemals einen Unteroffizier machen dürfen. Nee, ich muss dafür keinen Urlaub nehmen. Das wird vom Staat gezahlt. 80% meines Monatslohns zahlt der Staat. Das heißt, ich muss ein spezielles Formular ausfüllen. Das füllt auch mein Chef aus, weil er zahlt mir die 80% und kann sie dann beim Staat zurückverlangen. Und, also über den Steuerzahler. Ich kann euch beruhigen, das ist immer noch doppelt so viel als wir, die 80%. Ja, kommt auch anders hin für einen Beruf ausübst. Ich habe einen Scheißberuf gelernt, das ist einfach so. Das hat nicht vergessen, in der Schweiz ist Mindestlohn auf einer 100% Stelle ist halt 4,0 brutto. Ja, dafür sind aber die Lebensunterhaltskosten deutlich höher. Genau. Das hast du halt auch nicht vergessen. Wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer noch der Döner, weil bei uns ist ein Döner im Normalfall ein 10er. Ja, das ist halt das Doppelte bei uns. Also bei uns kostet es um die 4 Euro, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und fürs Getränk dann nochmal 3,50. Das ist übrigens ja, gut, Michel, das... nicht Micha, Leute. Michel. Entschuldigung. Micha. Du willst einen Reifendrücker haben? Ja, machen wir dann in der Box, oder? Geht doch schnell.
Die Schweizer Garde ist was Eigenes. Also schon auch, das sind Schweizer, aber das hat eigentlich so grundlegend mit Militär nichts zu tun. Das ist eine Art Berufsmilitär, aber halt eigentlich gesondert von der Schweizer Armee. Also eher Soziierte, oder? Ja, das ist mehr so ein bisschen auf den Papst aufpassen, so Babysitting und so. Ja. Windel wechseln. Der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Jo, und sie haben halt so noch mittelalterliche Klamotten an. Mhm. Radikale Moinsen. Aber geile Waffen haben sie. Eine gute alte Helebarde. Mhm. Doch, da durfte lasern, ist blau. Alles gut. Piu, piu. Piu, 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 piu. Ich habe mir selber überlegt, letztes Jahr, als Corona angefangen hat, mich freiwillig. Also, ich habe mich auch damals freiwillig gemeldet für den Corona-Militär-Notfalldienst. Da gab es diverse Möglichkeiten, an der Grenze stehen und Wache schieben, dass keiner unfreiwillig reinkommt. In den Krankenhäusern, tralala, habe mich gemeldet, aber sie konnten mich nicht. Wie kommt man denn unfreiwillig ins Land? Wird man da reingeschmissen oder was? Freiwillig. Wenn jemand einfach ins Land eindringen will, obwohl er nicht durfte, weil am Anfang war er eh ganz kritisch. Sie konnten mich aber nicht gebrauchen, weil als Artillerist kannst du wenig zu so einem Moment beitragen. Finde ich sehr schade, aber es gab ein cooles Abzeichen dafür, für einen Anzug. Schöne Ribbon. Ja, und wenn gar nichts klappt, dann gehe ich ins Berufsmilitär und in die Friedensförderung in Kosovo oder nach Bosnien. Bisschen Frieden verbreiten. Eine Viertelrunde ist der jetzt vor uns, Leute. Wer? Der nächste, der sechste. Hä? Was, hä? 22 Sekunden. Das ist ja keine Viertelrunde. Das ist die 77. Ja, der ist aber keine Viertelrunde vor uns. Das sind 20 Sekunden. Das ist eine Achtelrunde. Eine Achtelrunde. Okay. Schlauvi, um auf deine Frage einzugehen, ob man als Schweizer eine Waffe zu Hause haben darf. Ja, wir haben aktuell 4, wovon 2 mir gehören. Und mit den anderen 2 ein Schmiererbrot. Nee, die eine gehört meiner Mom und die andere meinem Bruder. Also mein Bruder hat aufgrund dessen, dass er jetzt höherer Unteroffizier ist im Militär, eine Pistole. Ich habe 2 Sturmgewehre, das eine halt vom Militär, das andere privat gekauft. Meine Mom hat noch das Sturmgewehr von ihrem Vater. Die Schweiz ist auch das dritt- oder viertbewaffnetste Land der Welt. Guckt man gar nicht, ja? Mhm. Und jedes Haus oder Wohnung oder so, da gibt's auch dann auch, hat da jeder einen Bunker, oder? Genau. Ein Luftschutzbunker. Ist eigentlich auch Standard. Ja, die Schweiz ist vorbereitet. Das Ding ist, wir haben zwar viele Waffen, aber wir haben halt irgendwie wenig Bock, einfach einen Amoklauf zu machen. Also wir wissen, wie wir mit unseren Waffen umgehen müssen. Wir haben auch vielleicht alle 10 Jahre einen Schießtoten, weil er wirklich die Regeln nicht beachtet hat. Es gibt strenge Regeln, die du beachten musst, gerade wenn du auch zum Beispiel schießen gehst als Sport, also 300 Meter Sportschießen. Mache ich ja auch, seitdem ich 10 bin. Und da passiert nie etwas, einfach weil sich die Leute an die Regeln halten und die Waffe in dem Moment nicht mehr als Waffe betrachten grundsätzlich, sondern eher als Sportgerät. Und nicht das Gefühl habe, mir jetzt großartig Scheiße damit zu bauen. Und das ist auch gut so und es funktioniert auch. Anders ist es ja in den USA, da ist es ein bisschen schwierig. Jo. Ich würde jetzt einfach mal pauschal behaupten, dass auch der Bildungsgrad in der Schweiz höher ist als wie in den USA. Möglich? Ist vielleicht auch politisch und infrastrukturell ein bisschen besser geregelt. Man muss aber auch dazu sagen, ist natürlich in der Schweiz auch ein bisschen einfacher. Obwohl, ja, geht eigentlich. Wir sind zwar, also wir sind halt ein Vielfaches kleiner als so eine USA, haben aber dafür 4 Landessprachen. Und gerade, ich merke es ja teilweise schon mit den Reglements in der Schweizer Armee zu irgendwelchen Themen, kannst du dir halt aussuchen, in welcher Landessprache du sie jetzt haben musst. Ich brauche keine Waffe, Jack.
Vexus, die Magazine haben wir auch. Also grundsätzlich darfst du keine Munition zu Hause haben, hat aber trotzdem jeder. Aber baust halt damit keine Scheiße und deswegen ist es auch nicht schlimm. Was aber mal geil war, wir hatten einmal eine Übung, also wir waren halt auf dem Simplon-Pass, das ist im Süden der Schweiz im Wallis, auf knapp 2.500 Meter, obwohl dort, wo wir waren, war es 2.000 Meter. Und es kamen fürs Artillerieschießen kamen Offiziere aus der österreichischen Armee und der deutschen Armee vorbei, weil die drei Länder haben ja so auch einen Drei-Länder-Bund, wenn es um Verteidigung geht. Und ja, wir halt ne, relativ junge Soldaten und Unteroffiziere, weil wir halt für unser Land dienen müssen. Dann kamen die deutschen aber Offiziere Luftbrücke. Alles. 27.0. Ja. 27.5. Ja. 26.8. Moment. Twitch Prime is not a crime. Sorry, dass ich dich schon unterbrochen habe, Remo. Na gut. Ja. Hast du die 26.8? Ja. Dann kommt 27.1. Gut, hab ich. Eben halt, Schweizer Armee hatte viele junge, war teilweise auch sportliche Männer. Dann kommt halt kommen die Deutschen, erstmal mega geile Pickup-Trucks von Toyota, die sahen richtig baba aus. Die Offiziere halt alle übelst durchtrainiert und richtig bereit. Und dann kamen die Österreicher. Schön in einem VW-Bus, ganz entspannt, nichts Gefährliches, steigen so vier höhere Offiziere aus, alle in einen riesen Bierbauch und so ein richtiges Knuddelface. Das fand ich so witzig. Die Österreicher, die Süßis. Richtig knuffig. Ab 18, glaube ich. Du wirst mit 17, eingeladen zum Infotag. Mit 18 hast du die Rekrutierung und du wirst dann musst dann einrücken, wenn du offiziell mit deiner Ausbildung oder mit der Matura, also bei euch in Deutschland Abi, fertig bist. Du darfst auch nur dann ins Militär, wenn du halt eine abgeschlossene Ausbildung hast. Nee, ist alles gut. Ich verfolge das Rennen und höre Remo zu. Ich habe aus Versehen auf Map 8 geschaltet in der letzten Runde, Strottel. Die war sehr schnell. Ja, ja, I know. Patrick, ich checke das mal. nee, Patrick, morgen um 21.30 Uhr ist NASCAR in Las Vegas. Danke, also noch Flo. Zu einer humanen Zeit. Oh, da kommt der Huben angeflogen. Die sind aber alle ziemlich nah beieinander. Twitch Prime is not a crime. Doll, what the fuck? Stand ihr direkt in uns drinne? Ja, wir teilen uns die Boxengasse, Boxen. Oh, okay. Garage dort. Da ist P1. Ungünstig, wo wir rausgekommen sind. Mm. Ja, die müssen auch alle nochmal eine Box, ne? Nee, müssen sie nicht. Ist schon Boxenshop bereinigt? Nee. Ich glaube schon, ja. Nee. Die müssen noch mal rein. Ja, das ist natürlich bitter. Na, ich hab die Zeit in der Rekrutenschule halt genossen. Viele coole Leute kennengelernt, viel gesehen von der Schweiz. Niklas hat 100 Liter im Tank. Das ist Boxenstopp bereinigt. Nee, aber vor uns noch, meine ich.
Ach so, ja. Was meinst du, ja? Ja, ja, ja. Herr Gleason, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder du, also du gehst halt so oder so zur Rekrutierung. Wenn du tauglich bist, kannst du entweder aussuchen, ob du ins Militär gehen willst, mit oder ohne Waffe, das geht inzwischen auch. Oder ob du in den Zivildienst willst. Da musst du aber, glaube ich, dann ein bisschen mehr Diensttage leisten. Wenn du einfach untauglich bist, gehst du mal kurz hier muten. Yep. Zu viel Palaver dann doch über Wehrdienst. Ja. Bist du in den Zivilschutz und Zivilschutz, das ist dann, da bist du halt zuständig für, keine Ahnung, irgendwo Brücken bauen, in Wälder. Michel fährt 3-1, weil er Trockenreifen fährt und beim Zuschauen ist es immer dasselbe, Frantic. Beim Zuschauen ist es immer dasselbe. Wann bist du mit Fahren dran? Danach. Reiter, Lambo? Lol, Nico hat eine Durchfahrtsstrafe, perfekt. Weil das Rennen erst 15 Uhr gestartet ist und